herzlich willkommen zur ersten Folge von Inside Neustadt, dem Bibi Blocksberg Podcast für alle erwachsenen Bibi-Hörer. Mein Name ist Britta und mit an meiner Seite ist Neustadt-Experte Benny. Hallo und Hex Hex auch von mir. Wir haben uns gedacht, die kleine Hexe aus Neustadt braucht ganz dringend einen eigenen Podcast. Wir wollen aber nicht nur Fragen zu den beiden Hexen Barbara und Bibi beantworten, sondern auch Fragen wie: Wo ist Boris geblieben? Welche Arbeit geht Bernhard eigentlich nach? Wann bekommt der Bürgermeister endlich seinen neuen Dienstwagen? Was kann Carla Kolumna eigentlich nicht? Welche Logikfehler müssen aufgedeckt werden? Und welche politischen Botschaften sind in den Folgen versteckt? Ihr merkt schon, es gibt also einiges aufzuarbeiten. Und wie haben wir das vor, Britta? In jedem Podcast suchen wir uns eine Bibi Blocksberg-Folge raus und werden sie gemeinsam analysieren. Wir gucken, was passiert Lustiges, Absurdes, Wissenswertes und ist der genaueren Besprechung würdig. Hast du denn für heute auch schon eine Folge rausgesucht, zufällig? Für heute finde ich die Weihnachtsfolge richtig passend, weil es ist heute der dritte Advent. Wir nehmen an einem Sonntag auf und in neun Tagen ist Weihnachten. Und welche Folge passt da besser als Bibi und die Weihnachtsmänner? Oh, Folge 38, glaube ich. Richtig, genau. Das kam ja wie aus dem FF. Ja. Folge 38. Benny, weißt du denn genau, worum es geht? Ja, tatsächlich. Wir haben uns die Folge ja gerade gemeinsam angehört, deswegen kann ich mich gut daran erinnern, worum es geht. Ja, super. Und zwar könnte ich ja mal kurz die Handlung zusammenfassen. Also es ist Weihnachten, es ist Heiligabend in Neustadt und Bibi hat Marita zu Gast, die da ist, weil ihre Eltern überraschenderweise in die Südsee geflogen sind, tatsächlich, um Urlaub zu machen an Heiligabend und lassen ihre, wie alt, 13-jährige Tochter bei der Familie Blocksberg. Ich weiß nicht, ist Marita 13? Ich weiß ist es nicht Bibi mehr. Schon 13 ich glaub, geworden? Ich glaube, Bibi ist 13, 14, die Ecke. Nee, Bibi so. Ist 12 und wird 13 an ihrem Geburtstag. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob der Geburtstag vor oder nach Weihnachten ist. Der ist wahrscheinlich vor Weihnachten, weil es sind ja nur noch 7 Tage bis Silvester. Wenn wir davon ausgehen, dass es immer in einem Jahr spielt. Weil Bibi altert ja eigentlich nicht so richtig. Ach so. So das Simpsons-Phänomen, würde ich auch auf die Blogs packen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht. Genau. Es gibt ja auch noch heutige Folgen und Bibi ist jetzt heute nicht 25 oder 35. Wie dem auch sei, es geht um den Inhalt der Folge. Und zwar ist noch ein weiterer Gast bei den Blocksberg zu Weihnachten da. Das ist der Matze, von dem ich bis dahin gar nicht gewusst habe, dass der existiert und den Blocksberg so nahe steht. Aber seine Mutter ist leider im Krankenhaus und daher verbringt er auch Weihnachten bei den Blocksbergs. Nach einem heiteren Keksebacken am Anfang fällt Barbara und Bernhard spontan auf, dass sie noch in die Stadt müssen an Heiligabend und noch ein paar Erledigungen machen müssen. Und die Zeit nutzen Marita und Bibi dazu, Barbaras neue Hexenkugel auszuprobieren und sehen dabei Erschreckendes. Erstens wird einfach so aus dem Nichts quasi gesagt, dass es mehrere Weihnachtsmänner gibt, was für den Hörer vielleicht erstmal überraschend ist. Aber jedes Land hat seinen eigenen Weihnachtsmann und die sind auch noch krank. Alle Weihnachtsmänner sind krank, was Bibi und Marita erschreckend feststellen in der Hexenkugel. Und es wird gesagt, dass Weihnachten ausfallen muss von einem der Weihnachtsmänner. Die beiden machen sich also auf den Weg, Weihnachten zu retten, fliegen an den Nordpol, glaube ich. Nach Grönland, hinterher herausstellt in der Folge. Nach Grönland, ja. Und dort sind die Weihnachtsmänner krank im Bett. Es gibt, glaube ich, 4, 5 Weihnachtsmänner, korrigiere mich. Dort im Grönland gibt es 5 Weihnachtsmänner, aber jedes Land hat seinen eigenen Weihnachtsmann, wird dort nachher genau erklärt. Hast du sie gerade noch, kriegst du sie noch? Ja, ich kriege sie noch zusammen. Es befinden sich Hugo, der deutsche Weihnachtsmann, Willi, der österreichische Weihnachtsmann, Henry, der englische Weihnachtsmann, François, der französische Weihnachtsmann und Ronald, der amerikanische Weihnachtsmann in Grönland, innerhalb eines Vulkanbergs in der Weihnachtsmannfestung. Ah, Wahnsinn. Und die sind alle krank. Und so krank, dass Weihnachten nicht stattfinden kann. Doch zum Glück ist Bibi, die kleine Hexe, da und kann die Weihnachtsmänner heilen mit Vitamin C und Saunagängen. Worauf man später vielleicht auch nochmal eingehen könnte. Wie dem auch sei,
Bernhard und Barbara stellen fest, dass Bibi und Marita nicht mehr da sind. Bibi hat zum Glück einen Zettel geschrieben. Weihnachten in Gefahr, bis bald, Bibi. Steht auf dem Zettel. Und ja, Bernhard ist voller Wut auf seine Tochter, wie irgendwie öfters in den Geschichten. Und Barbara macht sich natürlich Sorgen und ruft wen an? Welche Person kann helfen? Natürlich Carla Kolumna. Wer Carla sonst? Kolumna. Weiß sogar, wo die Weihnachtsmänner sich dieses Jahr aufhalten. Naja, sie ist sich nicht ganz sicher. Sie wusste, wo sich die Weihnachtsmänner bzw. ein Weihnachtsmann letztes Jahr aufgehalten hat und meint, dass sie dieses Jahr in Grönland sein müssten. Genau. Und Carla hat noch ein besonderes Talent. Nicht nur kann sie wunderbar schreiben und recherchieren, nein, Carla Kolumna kann auch Hubschrauber fliegen. Natürlich. Und Carla Kolumna fliegt mit dem Hubschrauber nach Grönland, um Bibi und Marita zu suchen. Findet sie dann auch bei den Weihnachtsmännern. Denkt noch, dass sie eine Exklusivstory dabei herausholen kann. Möchte ein paar Fotos machen, wird dabei entdeckt. Und fängt ein kleines Techtelmechtel mit dem französischen Weihnachtsmann an. Britta, was ist da passiert? Ja, natürlich ist Carla Kolumna ein bisschen einsam und sagt auch nämlich vorher schon in der Folge, dass sie ein bisschen alleine ist und Angst hat, dass sie Weihnachten alleine verbringt. Und flirtet aber dann mit dem wahrscheinlich ganz gut aussehenden François. Okay. Wo wird das gesagt, dass der gut aussieht? Das würde ich mir denken, weil Carla Kolumna ja, glaube ich, nur mit gut aussehenden hat einen guten Geschmack, meinst du? Männern. Okay. Sich auf einen Flirt einlässt. Alles klar. Die Carla, so kennt man sie noch gar nicht. Was passiert dann? Ich glaube, die Weihnachtsmänner sind auch schon wieder fit nach Bibis Behandlung, mehr oder weniger, und machen sich darauf, ihre Schlitten zu satteln und die Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Und das bringt uns auch schon fast zum Ende der Folge. Alles geht zum Glück gut aus. Bibi und Marita bringen die Geschenke auch in die Familie Blocksberg über den Kamin. Alle sind glücklich, selbst Bernhard. Und auch Matzes Mutter wird noch aus dem Krankenhaus entlassen zum Ende der Episode. Heiligenabend. Wenn das mal nichts ist. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass Carla Kolumna nicht alleine Weihnachten feiern muss, sondern mit François in Frankreich feiert. Mhm. Und damit auch wirklich alle glücklich sind, bekommt auch am Ende der Erzähler von Bibi noch einen Gänsebraten gehext, den er vergessen hat einzukaufen für Heiligabend. Und damit auch er schöne Weihnachten bzw. einen schönen heiligen Abend verbringen kann. Ja, was natürlich auch sehr interessant ist, da der Erzähler, glaube ich, während der Episode einmal sagt, er kann leider Barbara keine Tipps geben, weil sie sie ja nicht hören kann. Bibi aber trotzdem am Ende der Folge mit dem Erzähler eine Interaktion eingeht. Einer der, in Anführungsstrichen, wenigen Logikfehler, die es bei Bibi Blocksberg gibt. Ja, das ist auch nicht das einzige Mal, dass der Erzähler in der Geschichte gerne eingreifen möchte. Das ist einmal, glaube ich, dass er Barbara sagen möchte, flieg doch mit deinem Hexenbesen hinterher. Nein, er ist auch sehr überrascht darüber, dass oder möchte gerne, dass Marita und Bibi, als sie in den Stollen gehen, um zu den Weihnachtsmännern gelangen, also in den Berg hinein, da möchte der Erzähler auch gerne sagen, dass sie aufhören sollen oder anhalten sollen, denn es ist zu gefährlich, es ist streng geheim, aber auch da können die beiden Mädchen den Erzähler nicht hören. Ich würde gerne damit anfangen, über das generelle Hexverbot an Weihnachten, was natürlich Bernhard Blocksberg mal wieder ausgesprochen hat, zu sprechen. Ja, sehr gern. Was soll das? Ja, das ist meine Frage. Also Bernhard Blocksberg ist ja dafür bekannt, dass er eigentlich permanent ein dauerhaftes Hexverbot ausspricht. Also er möchte, dass die Familie so lebt wie eine normale Familie. An Festivitäten, Geburtstagen darf sowieso nicht gehext werden, nur in Ausnahmefällen und vor allen Dingen von seiner Frau Barbara erwartet er, dass sie eine normale Frau ist. Ja, er ist ja auch ein normaler Mann. Genau, er ist auch ein normaler Mann. Und spricht permanente Hexverbote aus, was dazu führt, dass an Weihnachten nicht gehext werden darf, was wo Barbara sich sehr stoisch dran hält. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, dass auch selbst wenn Bibi in der Notlage ist, sie nicht hext. Bibi allerdings, sobald Bernhard aus dem Haus ist, ihr das Hexverbot total egal ist und sie dann anfängt zu hexen. Sie hext den Pullover von Matze fertig und
geht dann verbotenerweise auch an die Hexenkugel von Barbara. Ja, Bernhard möchte einfach ein entspanntes Weihnachten, wie er sagt, ne? Und wie kann man besser entspannen als ohne Hexerei? Ohne, ne? Hexerei, genau. Die Frage ist, ob Hexerei nicht sogar entspannter wäre. Da müssten die beiden nämlich nicht auch noch in die Stadt fahren, die wahrscheinlich überfüllt ist, wie man, glaube ich, auch bei dem Hexenkugelausschnitt erfährt, dass die beiden sich da schon verloren haben. Genau, die massiv überfüllt ist. Genau, aber das ist ja auch ein wiederkehrendes Element in allen Bibi Blocksberg-Episoden, das Hexverbot, wie du es schon angesprochen hast. Naja, wo ich mich allerdings frage, als Bibi dann verschwunden ist und die beiden herausgefunden haben, dass Bibi bei den Weihnachtsmännern ist und nun Carla Kolumna eingeschaltet wurde, und sie Carla Kolumna sagt, nein, wir können da nicht hinfliegen, denn Bernhard möchte, dass ich nicht hexe. Mhm. Und sie dann Carla Kolumna vorschicken, die dann nach Grönland reist, frage ich mich, ist das nicht ein Moment, wo man vielleicht sagen sollte, okay, ich werfe meine Prinzipien mal kurz über den Haufen. Meine Tochter ist gerade bei minus 25 Grad in der Eiswüste. Mhm. Und vielleicht sollte ich jetzt mal meinen Hexenbesen aktivieren und dorthin fliegen. Ja. Ich weiß nicht, Benni, wie du das siehst, aber wenn da meine Tochter in der Eiswüste mit einer Freundin wäre, würde ich vielleicht doch mich meiner Zauberfähigkeiten mal widmen. Ja, ich glaube, Bernhard hat das große Problem, dass ihm teilweise die Empathie fehlt. Denn er sagt ja auch, ich glaube, Bibi kriegt keine Geschenke an Weihnachten, weil sie ja weg ist. Und irgendwie kam ihm nicht der Gedanke, oh, es könnte ja auch etwas Schlimmes passiert sein. Er ist da sehr, sehr negativ, was sich zum Ende der Folge natürlich aufklärt, denn er hat es nur versteckt, dass er sich doch Sorgen um seine Tochter gemacht hat. Von ihm ist aber auch das Zitat in der Folge, du musst ja jetzt auch nicht fernsehen, nachdem Barbara feststellt, dass ihre Hexenkugel kaputt ist oder nicht funktioniert. Irgendwie sowas in die Richtung. Also Bernhard ist da irgendwie ja oft auf seinen eigenen Vorteil aus, dadurch auch diese Hexverbote. Er möchte da selbst irgendwie ein schönes Weihnachten verleben. Und das passt aber auch dazu, dass Bernhard eigentlich immer schlecht wegkommt. In allen Bibi Blocksberg-Episoden, möchte ich jetzt mal behaupten. Ja, ich denke, dass da aber auch ein bisschen Neid mitspielt, dass er nämlich nicht hexen kann, Barbara aber schon und Bibi natürlich auch. Und vielleicht verbietet er das auch damit, er sich nicht so unterworfen fühlen muss. Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Du sprichst vom Hexverbot in dieser Folge, das hast du dir rausgesucht als Thema. Was mich sogar noch interessiert, was sogar noch ein Stückchen vorher in dieser Folge vorkommt, wer ist eigentlich dieser Matze und warum braucht es ihn in dieser Episode? Naja, also ich glaube, was ich jetzt herausgehört habe, Matzes Mutter ist alleinerziehend. Und ist leider ins Krankenhaus gekommen. Warum genauere Umstände, wissen wir nicht. Es muss wahrscheinlich was Schlimmes sein. Aber was auch spontan heilbar ist, denn sie ist an Heiligabend auch wieder entlassen worden. Aber Heiligabend übrigens. Was natürlich ganz am Anfang schon gesagt wird, ist, dass Hexen Menschen oder auch andere Hexen nicht gesund hexen dürfen. Mhm. Das würde nicht gehen. Das spricht auch ein bisschen dafür, dass Bibi nicht von als Fernhexspruch die Weihnachtsmänner einfach gesund hexen kann. Ich habe mich schon gefragt, ob da die Autoren vielleicht auch schon ein bisschen überlegt haben, gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie gucken, Hexen dürfen nicht niemanden gesund hexen. Dann lassen wir das in der Folge vorher schon mal auftauchen, damit hinterher nicht die Frage gestellt wird. Allerdings taucht Matze nur in der Folge auf und auch in keiner weiteren. Genau, und die Frage ist, was hat er uns wirklich gebracht? Klar, man hat ein bisschen Mitleid mit dem Kleinen. Wenn er jetzt nicht da gewesen wäre, gut, es ist vielleicht ein kleiner Vorwand gewesen, dass die Eltern einkaufen gehen, obwohl das hätten sie auch ohne ihn geschafft. Ich sehe den Mehrwert nicht vom Matze. Ja, ich überlege gerade. Aber ich frage mich auch, warum hat Bibi überhaupt einen Pullover für den Jungen? Der ist noch nicht fertig, sagt sie. Also Bibi hat ein Geschenk für Matze vorbereitet, wobei ein Pullover mit einem Knusperhäuschen passenderweise drauf, um vielleicht an alte Hexentraditionen zu erinnern. Der ist noch nicht fertig, das heißt, es ist eine lange Handarbeit gewesen wahrscheinlich. Wie lange ist Matze jetzt schon denn bei den Blocksberg? Wie lange ist die Mutter schon krank? Mhm. Und dass Bibi überhaupt ein Geschenk für Matze macht, weil ein Freund, der ist auch viel, viel jünger, würde es wahrscheinlich nicht sein. Das weiß man irgendwie nicht genau. Das wird nicht ganz deutlich in der Familie, in der Folge. Nee, so richtig ist die Rolle nicht klar. Aber naja, Matze zeigt uns auf jeden Fall am Ende, worum es bei Weihnachten wirklich geht, um Geschenke.
Ja, richtig. Er hat Mats hat am Ende wahnsinnige Angst, keine Geschenke zu kriegen. Nicht nur am Ende, auch währenddessen tatsächlich. Aber Bernhard Blocksberg spricht auch die ganze Zeit eigentlich nur, dass Bibi keine Geschenke kriegt, weil sie... Stimmt, er kriegt trotzdem welche, ne? Aber sie haben ja nur ein kleines. Aber die sagen nämlich immer, ja, du kriegst aber ein Geschenk. Und Barbara hat aber am Ende Sorgen, wenn sie, ja, wir haben aber nur ein kleines Geschenk für Matze. Der Rest bringt den Weihnachtsmann. Also müsste Matze zwei Geschenke kriegen, mindestens. Am Ende bekommt er aber nur ein Benjamin-Blümchen-Plüschtier. Mhm. Das andere Geschenk fehlt. Ich frage mich, welches Geschenk haben jetzt Bernhard und Barbara im Kaufhaus gekauft? Denk mal, die haben geblufft. Und die hatten wahrscheinlich keins. Ja, vielleicht hatten sie auch keins. Ich bin sowieso ein bisschen hin und her gerissen, wie das mit der Geschenkeverteilung bzw. mit dem Geschenkeorganisieren an Weihnachten überhaupt funktioniert. Mhm. Weil ein Teil bringt der Weihnachtsmann, ein Teil kaufen die anderen. Matze bekommt aber von Bibi ein Pullover. Ja, das ist ein bisschen das komisch. Das ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, warum verlässt Bibi sich nicht darauf, dass der Weihnachtsmann Matze das Geschenk bringt. Und was auch interessant ist, zu den Weihnachtsmännern, Marita sagt, ja, es gibt ja keine Weihnachtsmänner. Für Bibi und auch später für Carla Kolumna und auch für Barbara zwischendurch ist es aber klar, es gibt Weihnachtsmänner und auch für jedes Land einen. Warum wusste Marita da nichts von? Wo hat sie denn ihre Geschenke herbekommen die letzten Jahre? Ja, vielleicht dachte Marita, dass sie die von ihren Eltern bekommt. Hm. Natürlich, also für den jugendlichen Zuhörer eine schöne Prämisse mit den Weihnachtsmännern. Macht es natürlich auch sehr interessant. Aber aus heutiger Perspektive würde ich sagen, interessant. Vielleicht können wir an der Stelle bei den Weihnachtsmännern mal kurz bleiben. Die Frage, die ich mir stelle, ist vielleicht kann man das Ganze noch auf einer Ebene darüber betrachten. Wieso genau wählen sich die Autoren aus, dass es einen Deutschen, einen Österreichischen, einen Englischen, einen Französischen und einen nordamerikanischen Weihnachtsmann gibt, die alle zufällig in Grönland sind? Aber es wird ja auch noch vom finnischen Weihnachtsmann gesprochen, ja, der Weihnachtsmann, ne? Der gerne sauniert. Mhm. Der ist aber nicht da, wobei der ist ja fast am kürzesten, glaube ich. Der Weg wäre vielleicht für ihn, ich überlege gerade, ja... Der englische Weihnachtsmann auch nicht ganz so weit. Ich meine, die sind eh alle sehr fix unterwegs in der Folge. Ja, da können wir, das schieben wir nochmal kurz zurück. Da haben wir gleich noch ein paar witzige Facts zu. Aber das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also es ist jetzt nicht hier irgendwie EU, aber es ist also auch nicht, also da bin ich mir ganz, stehe ich noch ein bisschen auf dem Schlauch, warum jetzt gerade diese 5 Weihnachtsmänner ausgewählt wurden. Hast du da eine Idee? Ich weiß auch nicht so recht. Also, dass Deutschland und Österreich schon mal 2 bekommen, ist schon höchst fragwürdig. Die Nachbarn im Osten und Westen sind irgendwie, weiß ich nicht, sehr wenig vertreten. Also, ich glaube, die Franzosen haben ja einen, aber die Niederländer haben keinen. Polen oder andere zentraleuropäische, Russland. Russland habe ich auch keine Geschenke. Obwohl das ja eigentlich Tradition ist, dass es auch Russen gibt bei Blocksberg. Russen und Amerikaner. Was auch der Zeit natürlich geschuldet ist, Kalter Krieg etc. Ja, okay, das stimmt natürlich. Die reiben sich dann auch gerne. Genau, ja. Dieser Folge irgendwie nicht. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob in Russland Weihnachten ein Ding ist. Heute doch, bestimmt. Ja, selbstverständlich, das sind doch auch alles da Christen. Ja, aber orthodoxe. Gut, da sollen wir nicht ins Detail gehen. Da bin ich nicht ganz so... Was mir zu den Weihnachtsmännern aber noch auffällt, kam dir eine Stimme bekannt vor von einem der Weihnachtsmänner? Ja, unbedingt. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Das hätte ich eigentlich gerne noch recherchiert. Ja, vielleicht kannst du es. Wer weiß, was möchtest du denn fragen? Ja, ja, ich bin mir nicht mehr sicher, welcher Sprecher das war, aber eine kannte ich ganz sicher und die taucht auch in einer anderen Rolle in anderen Bibi Blocksberg-Folgen auf. Ja, und das ist der Franzose François. Ja, okay. Und er spricht auch den Herrn Schmeichler. Und der Herr Schmeichler ist eigentlich ein beliebter Gegenspieler von Carla Kolumna und wird in dieser Folge ihr Liebhaber, sagen wir jetzt mal. In der Folge Carla gibt nicht auf ist Herr Schmeichler ein Immobilienmogul, der ein wichtiges historisches Gebäude abreißen möchte in Neustadt. Ja. Gleicher auch. Sprecher, weniger flirty und wie gesagt Carlas Gegenspieler. In dieser Folge verführt er die rasende Reporterin aber tatsächlich. Definitiv, die Folge, auf die du gerade anspielst, auch eine Folge, die definitiv besprochen werden muss, weil sie ganz viele interessante und spannende Dinge mit sich bringt. Um aber beim französischen Weihnachtsmann zu bleiben, ist der französische Weihnachtsmann bekommt in der ganzen Erzählung
eine sehr schwache, leidende, sensible Rolle. Also er sagt mehrmals, dass er am kränkesten ist. Er ist der Leidendste. Vielleicht ihm geht ist er es auch am, wirklich am kränkesten. Ihm geht es am schlechtesten. Und er sagt auch, wir Franzosen sind nicht so hart im Nehmen wie ihr Deutschen. Oder sind empfindlicher als ihr Deutschen. Ist das eine Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das was, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, was definitiv ein interessanter Fakt ist in dem Ganzen. Und auch, dass aber auch der Franzose die Rolle des Verführers kriegt. Ja, was ja irgendwie das passt ja, denn die Stereotypen werden groß geschrieben. Ja. Ich glaube, in der ganzen Bibi Blocksberg-Welt. Ja, absolut, Klischees und Stereotypen werden sehr, egal ob man jetzt nach Afrika reist oder bei anderen Länderstereotypen bleibt. Der Franzose ist sehr weinerlich, aber halt auch ein guter Liebhaber. Ja, ne? Das stimmt. Wie es halt so ist. Ja. Aber die Weihnachtsmänner allgemein haben auch einen sehr, sie passen zu ihren Ländern. Ich glaube, das ist schon so. Ja, vielleicht eher. Einer trinkt gerne Whisky, der andere sucht seine Vitamin C. Was ja auch Wunder wirkt. Er spricht ja von Vitamintabletten. Genau, das die Vitamin C. In New York vergessen hat. Genau, und die helfen ja auch. Genauso wie die Sauna. Also nach wenigen Stunden sind die Weihnachtsmänner von Weihnachten muss ausfallen zu ich nehme mir Kala Kolumna mit ins Bett und habe eine wilde Weihnachtsnacht. Ich sag mal so, da hat das Vitamin C und die Sauna aber gut geholfen. Wobei auch François über seine Flirterei mit Kala Kolumna schon fast vergisst, dass er abends die Geschenke ausbringen oder austeilen muss. Denn er fragt Kala Kolumna, ob sie heute Abend schon was vorhat. Und dann sagt Kala Kolumna, nee. Dann interveniert aber ein anderer Weihnachtsmann, der sagt, ja, aber du, François, hast heute Abend was vor. Du musst die Weihnachtsgeschenke austeilen. Ich würde an der Stelle gerne nochmal über auch die Sprache der Weihnachtsmänner sprechen. Mhm. Die natürlich, außer der deutsche und der österreichische, die sprechen natürlich Deutsch. Über den die anderen sprechen ja auch Deutsch. Ja, überraschenderweise. Den englischen, französischen, amerikanischen Weihnachtsmann sprechen. Ich habe mal ein paar Zitate rausgeschrieben, wo deutlich wird, was für ein interessantes Sprachwirrwarr da ist. Zum Beispiel François sagt gerne, ich habe Angst vor Echsen, j'ai peur, ich fürchte mich. Mhm. Ganz interessant. Oder stop kneezing, please. Eins meiner Lieblings-Zitate. Das sagt aber nicht François. Nein, das sagt nicht François. Das sagt Henry sagt das, der Ja, ich glaube, Brite. Das sagt Henry. Stop kneezing, please. Stop Süßholzraspling. Auch eins meiner favorite wichtige Zitate. Deutsche Vokabel. Mhm. Süßholzraspeln ist vielleicht dann auch ein Wort, was für die eigentliche Zielgruppe für Kinder bis 12 Jahren schwer zu verstehen ist. Schwer zu verstehen ist, aber auch ein Begriff ist, den man vielleicht in dem Zusammenhang auch mal lernen kann. Was das stimmt, auch in dem Alter. Was Süßholzraspeln eigentlich ist. Aber das kennen wir natürlich aus anderen Bibi Blocksberg-Folgen schon, dass Fremdsprachen mit einem starken Akzent eingedeutscht werden und immer nur so Bruchstücke der ursprünglichen Sprache sich ja in den Worten der Sprecher widerspiegelt. Genau. Warum sind die Weihnachtsmänner eigentlich krank geworden? Oh ja. Hm? Erinnerst du dich? Oder, ich weiß es nämlich noch gut. Ich habe eine grobe Idee. Ja, okay. Erzähl ruhig. Achso, ja, die Weihnachtsmänner sind auf die Idee gekommen, es war Henrys Idee, natürlich, Eistauchen zu gehen. Und zwar nicht nur Eistauchen, sondern sie wollten Fische fangen, wo ich mich an der Stelle gefragt habe, wofür genau? Haben die Weihnachtsmänner nichts zu essen in ihrem Eisvulkan oder warum wollten sie Fische fangen? Und das Interessanteste danach ist noch, dass Henry sagt, ja, ihr werdet nicht krank geworden oder ihr seid nur krank geworden, weil ihr zu wenig Whisky getrunken habt nach dem Eistauchen. Mhm. Die Weihnachtsmänner sind auch eine komische Bande insgesamt, muss man nochmal sagen. Nee, ich muss nochmal, ich dachte, es kommt noch eine Reaktion zum Whisky. Ach so. Nee, was möchtest du zu Whisky sagen? Ja, findest du es nicht ein bisschen merkwürdig? Dass die saufen? Vorzuschlagen, dass, oder die, die Idee in die Welt zu tragen, dass Whisky Krankheiten vorbeugt? Magen-Darm ist doch schon, glaube ich, eine Sache, oder? Dass man da irgendwie, wenn man da mal Schnaps trinkt, bevor man was, oder nachdem man was gegessen hat, dass das irgendwie... Ja, nein, die waren Eistauchen. Die haben nicht zu viel gegessen. Explizit Erkältung, meinst du? Die waren Eistauchen, sind deswegen krank geworden. Mhm. Und
sind krank geworden, Henry nachzuurteilen, weil sie zu wenig Whisky getrunken haben. Wobei ich mich an der Stelle auch, ein kleiner Logikfehler, wenn Henry weiß, dass sie zu wenig Whisky trinken, warum hat er nicht genug Whisky getrunken? Er ist ja auch krank geworden. Also vielleicht hebt sich das an der Stelle dann auch wieder auf und man weiß, okay, es lag vielleicht doch nicht unbedingt am Whisky. Ja, das stimmt. Was mir bei den Weihnachtsmännern allgemein noch aufgefallen ist oder was es zu hinterfragen gilt, die bewegen sich ja mit ihrem Schlitten vorwärts. Sind sie auch verkappte Hexer, die Weihnachtsmänner? Ja, interessante Frage. Sie können Frage. Immerhin fliegen. Ja, aber nicht auf einem Besen. Aber auf einem Schlitten. Ist schon was anderes. Und sie werden der muss von, ja auch irgendwie aktiviert werden. Der Schlitten wird von Rentieren in der Folge allerdings als Rentiere bezeichnet, gezogen. Da möchte ich auch noch mal kurz einhaken. Ich glaube, das kann man beides sagen, oder? Nein, Rentier? Kann man nicht. Ich nee. Habe es extra nachgesehen. Oh. Und hey, Rentier hey. Ist eine Falschschreibweise, sogar extra im Duden als Falschschreibweise aufgeführt. Es hat nichts mit dem Wort Rennen zu tun. Es sind Rentiere und Rentiere sind auch vor dem Schlitten. Und Ren kommt von das Ren und Ren sind die Tiere in den Polargebieten. Also ist das ein Aussprachfehler beziehungsweise ein Schreibfehler. Wir hören es ja nur, also es ist ein Sprachfehler. Den gilt es anzuprangern. Da nochmal an alle Autoren, Hörer und alle da draußen. Es sind Rentiere, R-E-N, und nicht Renntiere. Es hat nichts mit dem Rennen zu tun und vielleicht haben die Rentiere die besondere Gabe, dass sie Schlitten auch durch die Luft ziehen können. Da haben wir vorhin schon drauf angespielt, zum Hubschrauber. Mhm. Ich frage mich, es ist Heiligabend, der 24.12. Ich denke mal, Carla hat eine auf der Garage. Da frage ich mich, Barbara Bloch sagt, Frau Kolumna nimmt sich einen Hubschrauber und fliegt nach Grönland. Mhm. Wo hat Frau Kolumna den Hubschrauber her? Hubschrauberverleih? Genau, Hubschrauberverleih. Da habe ich mir jetzt Gedanken drüber gemacht. Ist es, ob es Huber ist vielleicht, wo sie den Hubschrauber her hat? Das musst du erklären. Das muss ich nicht erklären. Ich glaube, Huber ist das Uber der Hubschrauber. Ah. Nur das... Guter Gag. Habe ich lange dran getüftelt. Nur, dass man scheinbar das alleine fliegen kann. Jetzt habe ich mir auch mal ein paar Gedanken gemacht, wie schnell kommt man eigentlich von Deutschland, von Neustadt aus nach Grönland? Wo liegt denn Neustadt genau? Laut Bibi Blocksberg ist, also laut der ersten Bibi Blocksberg-Folge, wo sehr detailliert nochmal was zu Neustadt gesagt wird, ist Neustadt auch nur ein Vorort von einer großen Stadt. Tatsächlich. Das wird aber, glaube ich, im Laufe der Folgen ein bisschen aufgehoben. Da wird das dann doch... eher zu einer eigenen Stadt, die selbst noch den Vorort Gersthof bei Neustadt hat, wo Bibi später hinzieht. Und Neustadt grenzt an Altstadt tatsächlich. Das ist richtig, stimmt. Ganz genau. Ja, was sagen wir mal Mitte Deutschlands gut, irgendwo. Wir sind jetzt in Köln. Wir sind in Köln. Hier grenzt Altstadt auch an Neustadt. Aber von Deutschland aus sind es bis nach Grönland, ich glaube, ungefähr 3500 Kilometer. Die fliegt man auf dem Besen mal schnell ab. Rechnen wir mal 3000 Kilometer. Ja gut, wenn sie eine halbe Stunde fliegen, dann fliegen die mit 6000 km/h. Wenn sie eine Stunde fliegen, dann sind sie mit 3000 km/h auf dem Besen unterwegs. Jetzt fliegt Carla Kolumna natürlich mit dem Hubschrauber hinterher. Da habe ich nochmal geschaut, wie schnell kann eigentlich so ein Hubschrauber fliegen. Der fliegt ja maximal 300 km/h. Ich glaube, es gibt einige Kampfhubschrauber, die können noch ein bisschen schneller fliegen. Aber sie ist eigentlich Minimum 10 Stunden unterwegs, wo Heiligabend eigentlich schon vorbei gewesen ist. Ich weiß nicht, sie hatte vielleicht ein Zeitfenster, wenn die am Vormittag noch Plätzchen gebacken haben. Die kommen aus der Stadt wieder, lass es 1 Uhr sein, 13 Uhr. Um 16 Uhr ist die schon in Grönland, da sind die, glaube ich, schon bei den Weihnachtsmännern drinnen. Dann hatte sie vielleicht ein Zeitfenster von 2 Stunden, um nach Grönland zu kommen. Gut. Gut geplant. Einfach. Ja, vielleicht gut geplant. Vielleicht hatte sie einfach auch übersinnliche Hexenkräfte für Herr Barbara da doch nochmal ein bisschen mitgeholfen. Den Turbo angeschmissen, damit das ein bisschen schneller geht. Ja, also kleine Logikfehler machen ja auch den Charme von Bibi Blocksberg aus. Aber es ist auch immer schön zu sehen, wie das dann, wenn man so ein bisschen den Kopf einschaltet, alles auseinandergenommen werden kann. Ja, das ist wahr.
Ich dachte vielleicht, ich habe noch einen Lieblingshexspruch in der Folge mir rausgesucht. Ich weiß nicht, hast du auch einen vorbereitet? Ich habe keinen vorbereitet. Ah, das ist natürlich total ärgerlich. Dann aber ich freue mich, deinen zu hören. Ja, bitte fürs nächste Mal. Mein Lieblingshexspruch ist, jetzt muss ich hier mal... Spicken. Ene, mene, müften, Handtuch um die Hüften. Ah, Hex, vor dem... Hex. Heilenden Saunagang. Genau, richtig. Vor dem heilenden Saunagang. Ist das eigentlich eine Sache, dass man erkältet in die Sauna gehen sollte? Oh ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Das wollte ich eigentlich nochmal nachgeschaut haben. Vielleicht in den 80ern war das vielleicht noch was? Ja, ich glaube, solange man kein Fieber hat, ist, glaube ich, Saunieren gar nicht so verkehrt. Ach, tatsächlich. Jetzt ist natürlich François der kränkeste von allen. Vielleicht hat er auch Fieber. Den ist auch allen kalt. Die brauchen alle eine Wärmflasche. Wird für Fieber sprechen. Dann soll man nicht saunieren. Aber ich glaube so grundsätzlich, ich glaube, es ist eher erkältungsvorbeugend, als dass es die Erkältung an sich heilt. Naja. Aber nein, es hat ja geholfen, offensichtlich. Ja, es hat sofort, also die haben Vitamintabletten, also das ist innerhalb von, ja, wie war das Zeitfenster, 3 Stunden, war sind die geheilt. Das heißt saunieren, Vitamine nehmen, in ein Eisbad springen, ins warme Bett mit Wärmflasche und... ein nahrhaftes Süppchen zu sich nehmen. Das hilft aber wirklich. Ich habe mich gefragt, Haferflocken mit Kräutern? Hast du schon mal eine herzhafte Haferflockensuppe gegessen? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber hast du schon mal gegessen? Nein. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich kenne Haferflocken nur süß. Aber es ist natürlich auch im Hexenmetier vielleicht eine bekannte heilende Suppe. An der Stelle, ich habe noch mir so ein paar Notizen gemacht, jetzt sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit, aber ich würde gerne noch mal über die Rolle von Marita sprechen. Marita, die insgesamt die treue Begleiterin, kein Nachnamen. Ja, treue Begleiterin, aber in der gesamten Folge eigentlich nur der Handlanger von Bibi ist. Aber ist das irgendwann mal anders? Ich glaube nicht, aber Marita teilt die Suppe aus und Marita läuft Bibi nur hinterher die ganze Zeit. Sie will eigentlich gar nicht so unbedingt in den Stollen, aber sie macht einfach alles das, was Bibi macht und es ist wahrscheinlich insgesamt so mit Marita die ganze Zeit. Wie heißt denn Marita mit Nachnamen? Ich glaube, sie hat keinen Nachnamen, Ich glaube, sie hat keinen Nachnamen. Keine Alliteration mehr übergeblieben? Ich habe gerade an Maritas Biografie gedacht, die hat ja auch eine sehr autoritäre Sportmutter, eine Eislaufmutter sagt man, glaube ich, dazu, die sie im Leichtathletik, ich spiele gerade auf die Folge das Sportfest an, sehr pusht. Vielleicht hat Marita einfach nicht so viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Aber dann noch so eine Freundin, die sie halt auch immer rumkommandiert. Also ich finde, das arme Mädchen. Ja, da finde ich schon, dass da viel. Und die Eltern lassen sie auch noch zu Weihnachten alleine, wie wir schon festgestellt haben. Ja, die fliegen ja in die Südsee. Also irgendwie. Ja. Marita auch ein tragischer Charakter, wenn man es so sehen will. Ja, insgesamt vielleicht schon. Aber Marita und Matze fällt mir gerade auf, ne? Beide. Da ist Alliteration wieder. Ja, aber Moni auch. Ich habe alle gedacht, mit M. Die viele Freunde und andere Personen fangen mit M an. Marita, Moni, Matze. Matze, der einmal vorkommt. Ja, genau. Und dann hatten wir es auch vorkommt. Schon. Ja, gut, es kommt auch später taucht noch der Freund Flori auf. Das ist jetzt kein M. Aber auch ein Name. Tatsächlich. Auch ein Name. Was ist denn für dich der Charakter der Folge? Wer ist für dich der Most Valuable Player? Da habe ich schon drüber nachgedacht. Also ich habe einen. Ja, dann fang du doch vielleicht mal an. Mach ruhig und dann können wir gerne... Fang du bitte an. Nee, du hast ja noch keinen, nachher sagst du meinen einfach auch. Nee, aber dann vielleicht bringt mich das noch auf eine ganz gute Idee, bitte. Nein, also für mich natürlich der wichtigste Charakter, der die Folge am Laufen hält, der auch nochmal... Ja, den einen oder anderen Lacher für den Zuhörer. Jetzt habe ich doch Angst, dass du den nimmst, den ich mir jetzt gerade überlegt habe. Nein, für mich ist tatsächlich François. Oh nein! Der französische Weihnachtsmann, weil er erfüllt alle Klischees. Er ist ein bisschen weinerlich, aber auch ziemlich flirty, ziemlich naughty. Und das erwartet man eigentlich nicht von einem Weihnachtsmann. Aber er trägt die Folge so ein bisschen. Ohne ihn würde was fehlen. Ohne Matze würde in meinen Augen nichts fehlen. Bernhard ist viel am Meckern, bringt die Folge auch nicht voran. Bibi, klar, rettet Weihnachten, aber Bibi ist halt nun mal die Hauptcharakterin, die alles schafft. Für mich, François, als Weihnachtsmann tatsächlich der die Folge zu dem macht, was sie ist. Ja, ich würde da vielleicht auch einmal von der anderen Seite nochmal rangehen. Also Barbara, welche große Rolle hat Barbara in dem Ganzen? Ja, sie hext nicht, obwohl ihre Tochter an Heiligabend weg ist. Eigentlich hat sie... Das ist Barbaras Rolle als Rabenmutter. Ja. Sie hatte keine große Rolle, also sie verändert die Geschichte auch nicht. Marita ist der Handlanger.
Carla Kolumna hat natürlich eine sehr große Rolle. Vielleicht nehme ich Carla Kolumna. Das würde auch gut zu deiner Auswahl passen, dass du François nimmst. Und ich finde Carla Kolumna, die dahin fliegt, für die Presse noch ein paar Fotos schießt, für quasi die Ausgabe nach Weihnachten eine gute Story dabei hat und die nicht alleine Weihnachten verbringen muss. Also das mir, ist wirklich schön, mir ja. Also als Carla Kolumna in ihrer im Pressehaus ja, gezeigt, beziehungsweise als sie zu hören ist, das tut mir schon sehr leid, als sie gesagt hat, ja, ach, ich bin Weihnachten wieder alleine, alle feiern gemeinsam. Letztes mit ihren Jahr war Lieben. Sie im Zoo. Korrekt. Mit Herrn Tierlieb. Weihnachten. Oh, weiß ich auch nicht. Moment, ja, wie Blümchen und ja, Herr Tierlieb. Ich weiß nicht, was. Was da sagt der denn zu François, der Herr Tierlieb? Ja, naja, wenn wir alles schweigen, dann wird das vielleicht, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Stimmt, François hat ja auch wieder, obwohl der hat das ganze Jahr Zeit, ne? Was macht ein Weihnachtsmann eigentlich den Rest des Jahres? Gute Frage. Der hat jetzt einmal, muss der arbeiten an Heiligabend und das vergisst er sogar fast, weil er, also nein, ich glaube der vergisst François, das nicht. Ja, ah, wie über Carla. Genau, über Carla. Ich glaube der François, den Rest des Jahres ist der halt auch wahrscheinlich sehr... Aber krass gut unterwegs, für Carla, was aber gut angeht. Für Carla, dann hat er viel Zeit für sie. Gut für Carla, solange sie sich nicht verliebt, weil sonst naja, hat sie da so einen Kupferstürmer. Naja, aber Carla Kolumna, ich glaube, Carla Kolumna ist mein Charakter der Folge, weil ich das großartig finde, dass sie auch Hubschrauber fliegen kann, dass sie das ist wirklich großartig. An einen Hubschrauber drankommt. Warum macht ich finde, das nicht öfters? Ich finde, dass sie einen tollen Flirtansatz hat mit, ja, ich esse am liebsten Weihnachtsmänner auf, um nochmal einen kleinen... Stimmt. Witz zu machen, François steigt darauf ein. Ja. Die beiden der sind Flirt das, ging von ihr aus tatsächlich. Ja, ne? Die beiden sind das, ja, aber er steigt ja darauf ein. Die beiden sind das Paar der Folge, die haben beide einen tollen Abend zusammen und holen später nochmal den Hubschrauber gemeinsam ab. Das heißt, sie planen auch ihre Zukunft bzw. zukünftige Aktivitäten zusammen. François möchte dann mit Carla noch einen Wein trinken, wenn der Hubschrauber abgeholt würde. Ich glaube, die, also dann, das passt gut zusammen. Für Carla Kolumna ist mein Charakter der Folge. Sehr schön. Das ist doch ein versöhnliches Ende. Ja, finde ich auch. Die beiden Turteltäubchen zu Weihnachten. Wunderbar. Ganz genau. Damit beschließen wir jetzt unsere erste Podcast-Aufnahme. Ja, es war toll. Wir hoffen, dass ihr alle schöne Weihnachten habt. Ja, frohe Weihnachten aus Neustadt. Genau, mit dem, dass der deutsche Weihnachtsmann genug Geschenke bringt. Denkt daran, kauft nur ein Geschenk. Das zweite bringt der Weihnachtsmann genau. Persönlich durch den Kamin vorbei. Weihnachten ist gerettet. Alles Gute. Ist gut. Genau. Falls das hier irgendjemand hören sollte, könnte er oder sie ja mal überlegen, welche Folge noch untersuchenswert und besprechbar ist. Ansonsten suchen wir uns eine aus. Genau, und wir nehmen gerne Vorschläge entgegen. Genau. Vielen Dank fürs Macht's Zuhören. Gut. Frohe Weihnachten. Hex, hex. Und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Inside Neustadt, dem Bibi Blocksberg Podcast. Auch heute sitze ich nicht allein hinter dem Mikrofon, neben mir sitzt Benny. Hallo Britta. Ja, auch diese Woche wollen wir wieder eine Folge von Bibi Blocksberg besprechen und uns anschauen, was hinter den Kulissen von Neustadt so passiert ist, was es Kurioses zu besprechen gibt und was auch Lustiges zu kommentieren ist. Bevor es aber losgeht, wollen wir uns für euer Feedback, was uns vor allem über Instagram erreicht hat, bedanken. Über die ganzen Likes, Kommentare und Nachrichten, die ihr uns geschrieben habt. Ja, stimmt. Das war auf jeden Fall sehr nett und sehr hilfreich. Dankeschön. Ja. Die Episode, die wir heute besprechen, lautet Bibi Blocksberg heilt den Bürgermeister. Ah, Folge 7. Folge 7 aus dem Jahr 1983. Bevor wir richtig einsteigen in die Besprechung, würde ich dir gerne oder euch, liebe Zuhörer, ein Zitat nennen. Und wo wir dann mal nachher schauen, von wem dieses Zitat kommt. Okay, da bin ich gespannt. Das Zitat lautet, ich finde es wirklich nicht anständig von dir, dass du dem Bürgermeister nicht gehorchst. Ein Zitat, wo wir noch nicht genau wissen, wem wir es zuordnen können. Aber wir werden es sicherlich innerhalb der Folge aufklären. Bestimmt. Also dann schauen wir doch mal zunächst, was überhaupt passiert in der Folge. Britta, hast du Lust, mal eine kleine Zusammenfassung zu geben? Genau, alles beginnt im Hause Blocksberg. Die ganze Familie, Bibi, Barbara, Bernhard, auch wichtig zu nennen, Boris ist auch noch am Start. Dabei.
sind zu Hause und planen, zum Tag der offenen Tür ins Rathaus zu gehen. Sie machen sich fertig, es ist ein bisschen stressig, es wird ein bisschen gemoppert und gestänkert und die vier steigen ins Auto. Dann ist der Bürgermeister im Rathaus und hält eine Rede vor versammelter Stadtgemeinschaft. Doch bei dieser Rede redet er so ein bisschen Quatsch, würde ich mal behaupten. Ja. Ihm geht's nicht so gut. Er stammelt ein bisschen, er verwechselt ständig irgendwelche Worte oder irgendwelche Laute, woraus dann andere Worte entstehen. Genau. Es hat auch einen leichten monarchischen Touch, würde ich sagen. Da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Der Bürgermeister hat Magenschmerzen. Ja, er hat Bauch- und Magenschmerzen. Redet deswegen komisch, auch sehr kurios schon mal. Naja. Es liegt auf jeden Fall daran, dass er beim Empfang des polynesischen Botschafters das kalte Buffet geplündert hat und ein bisschen zu viel gegessen hat. Und Bibi möchte gerne helfen. Genau. Bibi kann das gar nicht mit ansehen und möchte gerne helfen. Ja. Die Familie findet es nicht so gut zunächst. Bibi widersetzt sich aber dann den Anweisungen von ihrer Mutter oder die des Vaters und geht zum Bürgermeister auf die Bühne und murmelt einen Hexenspruch, legt ihm die Hände auf den Bauch und macht die Völlerei des Vortages damit wett. Und dem Bürgermeister geht es wieder gut. Ja, es ist quasi ein Wunder geschehen. Bibi ist eine Wunderheilerin. Nach dieser Aktion wird sie auch direkt von der Presse belagert, die viele Informationen von ihr wissen möchte. Wunderheilung ist natürlich ein gefundenes Fressen für Carla Kolumna und Karl-Heinz Hastig, die Bibi interviewen. Darüber hinaus ist, glaube ich, noch viel, viel mehr Presse im Pressehaus, die ja wie eine Horde wild gewordener Presseleute über Bibi herfallen. Und ja, die Medien. Sie auch erstmal nicht mehr aus dem Rathaus rauslassen. Also Bibi gibt zunächst erstmal bereitwillig Interviews, zunächst der Carla, die sie das erste Mal sieht, da gehen wir gleich bestimmt nochmal drauf ein. Gibt gerne Interviews, doch dann wird ihr das alles ein bisschen zu viel. Doch ihre Familie hat sich schon verzogen, die sind schon zu Hause, die können ja gar nicht mehr helfen. Die Familie ist schon nach Hause gegangen, weil die aus dem Saal rausgeschmissen wurden und dann sich dachten, gut, wir können jetzt auch nach Hause fahren, Bibi soll das alleine ausbaden. Ist ja immerhin schon 12, ne, wie wir gelernt haben. Allerdings zu Hause haben sie auch nicht ihre Ruhe, sondern sie werden von Menschen belagert, die auch geheilt werden wollen. Denn mittlerweile ist bekannt geworden, dass auch Barbara eine Hexe ist, die heilen kann. Und die Menschen stehen mit den verschiedensten Wehwehchen vor der Haustür und erwarten, geheilt zu werden. Doch Barbara möchte aus ethischen Gründen vor allem nicht helfen und macht sich so langsam aber dann doch auch Sorgen um ihre kleine Tochter. Im Rathaus wird Bibi weiterhin von der Presse und dem Bürgermeister belagert, der ihr auch unbedingt anstelle als Gesundheitsbeauftragte von Neustadt andrehen möchte. Bibi ist ein bisschen nervös, ihr fällt der Rückhexspruch nicht ein und Barbara ahnt sowas schon und macht sich dann auf den Weg, um Bibi aus dem Rathaus herauszuholen. Da sie aber nicht direkt ins Rathaus reinkommt, muss sie sich eine Tafel leihen, so eine Aufstellertafel. Beim Wurstmaxe, glaube ich. Vom Metzger, worauf sie den Hexspruch schreibt. Sie fliegt dann mit dem Hexspruch an dem Fenster des Rathaus vorbei. Bibi sagt ihn auf und die beiden können aus dem Rathaus endlich wegfliegen. Da die Belagerung zu Hause immer noch nicht weg ist, immer noch wollen die Leute geheilt werden. Ganz schön wehleidig, das Volk, würde ich sagen. Ja, aber Bibi und ihre Familie machen sich dann mit dem Hexenbesen, obwohl nicht, ich glaube, sie zaubern sich zu Tante Amanda, um da ein bisschen Abstand zu kriegen. Die freut sich sehr über den unerwarteten Besuch und alle sind am Ende ganz zufrieden. Ja, ein schönes Ende der Folge, die auch einige Lehren für uns parat hat. Wir wollen uns die Folge jetzt mal im Detail anschauen und ich würde vorschlagen, als erstes sprechen wir mal über den Bürgermeister, der ja eine ganz große Rolle in dieser Folge spielt. Ganz genau, vielleicht starten wir mal mit dem Grund für seine Sprachstörungen, das Buffet, was er geplündert hat. Also es schien auf einem Empfang zu sein am Vortag und der Bürgermeister hat sage und schreibe 6 Stücke Sahnetorte gegessen. Ich glaube 7 sind es sogar. Oh ja, es waren 7. 22 Lachsbrötchen. 5 Tassen Kakao mit Sahne und später stellt sich auch noch heraus, dass er auch noch 14, Schmalzbrötchen... 14 Schmalzbrote tatsächlich noch. 14 Schmalzbrötchen gegessen hat. Ich Ganz wäre natürlich, man nennt mich nicht Recherche-Britta, wenn ich nicht recherchiert hätte, wie viele Kalorien der Bürgermeister jetzt zu sich genommen hatte. Ich habe das mal grob überschlagen, es sind ungefähr 20.000 Kilokalorien,
Das, okay, die empfohlene Tagesdosis 2000? Genau, oder? Das deckt ungefähr die Tagesdosis von 10 Tagen. Wow. Das heißt, der Bürgermeister sollte jetzt entweder 10 Tage nichts mehr essen oder sich halt von einer kleinen Hexe das ganze Essen wieder aus dem Bauch herauszaubern lassen. Ja, der Bürgermeister, er ist ja auch etwas dicker, kommt ja auch in der Folge schon zur Sprache. Sein dicker Bauch wird ja von Bibi angefasst, die aber nicht geschockt ist, weil Bernhard anscheinend auch ein bisschen fülliger ist. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wobei Bernhard, fällt mir gerade ein, bei etwas fülliger, ja scheinbar eigentlich viel Wert auf sein Äußeres legt. Mhm. Mir fällt die Szene am Anfang ein, wo Barbara erzählt, dass Bernhard sich die grauen Haare rauszupft. Und noch viel interessanter vor dem Hintergrund ist, dass der Boris verwehrt, normalen Kakao zu trinken. Weil er sonst dick wird. Oder ist schon dick, glaube ich. Ne? Sondern sagt, er solle den Kakao mit Wasser gestreckt trinken. Ja, zum Bürgermeister nochmal. Es ist sehr interessant, dass der Bürgermeister anscheinend nicht nur Magenschmerzen hat, sondern auch unter Gedächtnisschwund leidet. Denn es kommt einem so vor, als wenn er Bibi Blocksberg noch nie getroffen hätte. Allerdings in der Folge die Zauberlimonade lernen sich die beiden ja schon kennen. Und er verpasst ja auch einen relativ krassen Sprachfehler, der auch später noch oft aufgegriffen wird, das gute Bibi Blocksbergi-Phänomen. Ist auf die Zauberlimonade zurückzuführen. Genau, und jetzt in dieser Folge kennt er die junge Dame gar nicht mehr. Richtig, aber Sprachstörung hat er trotzdem noch. Er sagt, er spricht von versemmelt statt versammelt und von Gefolge anstatt Folge geleistet zu haben. Oder er gibt auch eine Audienz, sagt er. Richtig, ganz genau. Die Majestät. Auch sehr gut, sein Adjutant ist auch nicht Herr Pichler, sondern Herr Meier II in diesem Fall. Herr Pichler arbeitet noch bei der Presse, wie wir gelernt haben. Man muss aber Karl-Heinz Hastig ist er nämlich gerade. Man muss aber dazu sagen, dass Herr Meier II ähnlich mies behandelt wird wie Sekretär Pichler. Ja, aber er hört sich, also ich habe das Gefühl, er steckt es besser weg als Pichler. Aber du sprichst was ganz Interessantes an, weil mich das in der Folge tatsächlich ein, zwei Mal ein bisschen irritiert hat, dass unsere bekannte Stimme von Herrn Pichler auf einmal der Presse zugehörig ist. Mhm. Und da gab es ein paar, ja, da dachte ich so, wieso sagt das jetzt die Presse, beziehungsweise wie sagt das jetzt Herr Pichler, der ja da in der Presse ist. Auf jeden Fall war ich ein bisschen durcheinander zwischendurch, deswegen. Ja, und der Name des Bürgermeisters wird in dieser Folge auch erwähnt. Erstmal hat er einen Doppeldoktor, Doktor, Pressack so, heißt Benni, er nämlich. So, was denkst du, worin hat der Bürgermeister seine Doktorentitel gemacht? Ich tippe mal, er hat sie gekauft. Also, ich kann mir nicht viel vorstellen, ehrlich gesagt. Also, ja, also ich er denk, spendet nicht für Obdachlose schon mal. Also, es ist nichts im sozialen nicht Bereich Soziales. Gewesen. Nichts Soziales. Vielleicht in Politik, wobei ich dann denke, er müsste eigentlich etwas demokratischer sein, wenn er den in Politik gemacht hat und mehr Ahnung davon haben, dass er nicht der Alleinherrscher über Neustadt keine jetzt Majestät ist, genau. Sondern dass er gewählt ist und den Willen des Volkes repräsentieren sollte. In Recht oder Jura kann es auch nicht sein, weil er will, dass Bibi anfängt zu arbeiten im Rathaus. Das fällt, glaube ich, unter Kinderarbeit mit 12 Jahren. Medizin wird es auch nicht sein, sonst hätte er sich nicht 20.000 Kalorien reingepfiffen. Ja. Schwierig, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr da ein paar Ideen. Er leidet auf jeden Fall auch unter Verfolgungswahn, denn er glaubt auch, dass Barbara einen Anschlag auf ihn verüben will. ein Attentat, wie er sagt. Stimmt, richtig. Das ist auch ein ziemlich kurioses Detail dieser Folge. Was dazu passt, ist der Moment, wo Barbara Bibi retten will und auf dem Besen vorbeigeflogen kommt. Allerdings ist kein Fenster offen und es kann auch keins geöffnet werden, auch nicht von Bibi. Und die Leute tun so, als wenn sie Barbara am Fenster nicht erkennen könnten. Also als wenn die Scheiben irgendwie undurchsichtig wären. Ja, genau. Das habe ich mich auch gefragt, weil eigentlich müssten sie ja mittlerweile wissen, dass es Hexen gibt und das auch zuordnen können, dass das jetzt quasi die Mutter Blocksberg ist, die gerade auf dem Hexenbesen vorbeifliegt. Genau. Warum hext Barbara das Fenster nicht einfach auf? Haben wir da eine logische Erklärung für? Weil sie beide Hände am Besen haben muss? Schwierig. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Bibi traut sich ja auch nicht, das Fenster einzuschlagen mit dem Stuhl, weil sie sieht, wie sehr sich der Bürgermeister davor fürchtet. Ja, sie hat ein gutes Herz, die Bibi. Ja gut. Sie könnte, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum Barbara Bibi nicht einfach per Fernhexspruch raushext. Einfach da raushext. Ja, dann wäre die Story ziemlich kurz gewesen. Ja, okay, vielleicht. Was ich noch zum Thema Barbara sehr interessant finde, Barbara ist 32 in der Folge. Bibi ist 12, ergo ist Barbara sehr früh Mutter geworden auf jeden Fall. Ja, mit 20 und dazu
wundert es mich ein bisschen, dass Bernhard ständig von der alten Hexe spricht. Stimmt, die alte Hexe, die erst 32 ist tatsächlich. Er bezeichnet Barbara die ganze Zeit als, oder am Anfang als du alte Hexe. Und der Erzähler erzählt auch ganz, als wäre das das Normalste der Welt, dass Barbara das gar nichts ausmacht, wenn Bernhard zu ihr alte Hexe sagt. Ich fände das nicht so prickelnd, aber... aber du bist auch keine Hexe. Wenn das seinem Hexenjargon bei den Blocksberg so üblich ist... Na gut. Aber ich frage mich, ob Barbara wirklich so ein erschreckendes Wesen ist, denn der Wurstmaxe, der noch einen großen Auftritt in der Folge hat, fürchtet sich sehr vor Barbara und isst sogar Kreide, als sie sagt, sie braucht ein bisschen Kreide. Warum hat er solche Angst vor Barbara? Ja, das habe ich auch ein bisschen gedacht, weil ich finde, dass Barbara wahnsinnig freundlich und nett an der Stelle rüberkommt. Und ihm sogar noch eine Pizza hext. Quattro Stazioni. Also... Doch, Quattro Stazioni. Ja, also eigentlich macht sie alles richtig. Ich finde sie auch äußerst freundlich, aber der Wurstmax hat panische Angst. Ja, vielleicht hat er auch nicht das Radio, die Nachrichten gehört und von dem Aufkommen der Hexen in der Stadt. Genau, oder er hat nicht gehört, dass der Eiffelturm noch steht, was auch eine Meldung ist in den Neustädter Radionachrichten. Der Eiffelturm steht immer noch und seriöse Quellen bestätigen das, was auch zumindest bei mir für einen kleinen Lacher gesorgt hat. Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Du hast gerade schon den Erzähler einmal angesprochen. Der ist in dieser Folge ja auch ein anderer. Nämlich wird in den ersten 7 Folgen der Erzähler noch von Uli Herzog gesprochen. Und ab der 8. Folge dann übernimmt Joachim Notke, der zumindest für mich der bekannteste Sprecher der Bibi-Welt ist und auch bei Benjamin Blümchen ja viele Folgen spricht. Beide sind tatsächlich schon tot. Wusstest du das? Nein. Wobei ich sagen muss, dass mir dieser Erzähler auch vertraut vorkommt. Also ich empfinde das nicht als unangenehm. Mhm. Der darauffolgende Erzähler, der kommt einem noch ein bisschen vertrauter vor. Und ich glaube, es gibt wieder jetzt einen ganz neuen, weil die beiden, wie gesagt, leider schon tot sind. Da kann ich mich noch nicht so ganz mit anfreunden. Ich glaube, das liegt vielleicht an irgendwelchen Kindheitserinnerungen, die damit verknüpft sind, dass einem das ein bisschen komisch vorkommt. Ja, und allgemein auch noch zur Folge, die Musik ist ja auch noch präsent. Es gibt Zwischenmusik. Genau. Kann ich daraus schließen, dass du das gut findest und dass du ein bisschen, dass du dem hinterher traust? Ich auch schon als Kind fand ich diese Musik immer so ein bisschen knatschig. Ja, die Qualität hat sich nicht geändert, glaube ich. Nee, und ja, also ich finde, die markieren ja immer so ein bisschen die Schauplatzwechsel. Ja, oder die Akte. Ja. Ja, ich weiß, bin kein Fan. Du bist kein Fan, okay. Nee. Ja, ich finde es jetzt tatsächlich besser als früher. Also früher hat es mich gestört irgendwie. Jetzt denke ich so, ach, ganz nette Erinnerung, wow, die Folge ist wirklich alt. Ja, okay, das ist wahr. Ich habe noch einen Fun-Fact zu der Folge, nämlich die Folge im Original hieß noch nicht mit Obertitel Bibi Blocksberg, sondern Ene Mene Hexerei. So hießen nämlich die ersten 7 Folgen. Ene Mene Hexerei, erst danach wurde es zu Bibi Blocksberg. Kleines Insiderwissen. Das wusste ich auch nicht. Gut, dass du das sagst. Das war aber wahrscheinlich tatsächlich noch bevor wir geboren wurden. Ja, das war halt in 1983, als die Folge rauskam. In den 80ern. Ja. Und danach erst wurde die Serie Bibi Blocksberg genannt. Was man ein bisschen zusammenbringen kann mit dem Verschwinden von Boris. Nämlich, Boris hat in dieser Folge seinen letzten Auftritt. Das ist richtig. Ab Folge 8 gibt es Boris nicht mehr. Ich habe das Gefühl, die ersten Anzeichen werden in dieser Folge deutlich, warum Boris gehen muss. Benni, das habe ich auch gedacht, an ganz vielen Stellen. Ich finde, dass Boris an ganz vielen Stellen auch ein bisschen schikaniert wird in der ganzen Folge. Ja, okay, er tut auch alles dafür. Er ist schon sehr frech, wie der Erzähler. Also erstmal fängt es ja damit an, dass Boris schon gar keine Lust hat, überhaupt. Egal, wo es hingeht. überhaupt in das Rathaus. Ich meine, damit kann ich mich identifizieren. Er ist ziemlich frech und deswegen wollen ihn die Eltern zwingen ihn natürlich mitzugehen, aber er hat gar keine Lust. Mhm. Er ist auch während der Bürgermeisteraudienz relativ frech. Aber ich finde, dass die Schikane Boris gegenüber schon danach anfängt, bei dem verdünnten Kakao. Der kleine dicke Junge darf keinen Kakao trinken. Bernhard verbietet ihm, Kakao zu trinken. Ich finde es auch sehr gut, dass Boris sagt, ich möchte die Scheidung oder ich möchte mich scheiden lassen. Genau. Und Barbara sagt, ja, dann zieh doch aus zu ihrem Sohn, der komischerweise ein paar Wochen später an der Nordsee ist und verschwunden und ist. Und dazu kommt auch noch, dass Boris relativ am Ende der Folge auch noch äußert, dass Bibi immer bevorzugt wird. Stimmt. Als Bernhard Bibi nämlich, als sie aus dem Rathaus zurückkommt,
wird sie von Bernhard ziemlich verhätschelt und ja, sie war auch eine durchgefrorene Maus. Umsorgt. Und da sagt Boris nämlich auch, immer wird Bibi bevorzugt. Das ist natürlich irgendwie vor dem Hintergrund, dass Boris zwei Folgen später komplett weg vom Fenster ist. In der nächsten Folge ist er sogar schon weg. Das ist die letzte, wo er drin ist. Ziemlich traurig, weil er als das verstoßene Kind dann auch noch zu den Großeltern an die Nordsee abgeschoben wird. Damit befassen wir uns auf jeden Fall ein anderes Mal auch noch mit Boris, wo er denn genau gelandet ist. Denn das hört man ja noch in einer Folge, die wir bald besprechen werden. Wir können ja jetzt vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben, dass wir in unserer nächsten Aufnahme die Folge Bibi verliebt sich besprechen werden. Genau, und da wird Boris auch noch mal zum Thema. So, ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen chronologisch schauen. Und wir haben jetzt über den Bürgermeister gesprochen. Mhm. Ich würde gerne über eine andere männliche Person, die auch ein bisschen merkwürdige Äußerungen trifft, sprechen. Und zwar ist das dieser Mann. Der Wutbürger? Meinst du den Wutbürger? Ich meine, genau, den Wutbürger. Ich meine den Mann, der neben den Blocksbergs im Rathaus steht und dem Bürgermeister beim Reden zuhört. Der ist auf jeden Fall nicht gut drauf. Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass dieser Mann sich als starker Bürgermeister-Befürworter, großer Fan, auszeichnet. Der findet das alles klasse, glaube ich, was er macht und möchte nicht, dass, oder möchte, dass alle ehrfürchtig, das sagt er mehrmals, dass alle ehrfürchtig vor dem Bürgermeister sind. Mhm. Er hält Bernhard auch für einen Roten. Ja, Benni, hast du eine Idee, was der Rote sein könnte? Ich tippe mal, dass es eine politische Anspielung ist und er Bernhard sehr weit links einordnet. Also ein roter Kommunist, würde ich fast sagen. Und der Wutbürger steht, glaube ich, eher sehr rechts außen auf der politischen. Ja, wir sind wohl die politischen Verhältnisse bei dem Blocksberg, weil Barbara gibt ja direkt zu, dass sie den Bürgermeister auch gewählt hat. Tatsächlich, ja. Vielleicht hat sie sich blenden lassen. Sie will ihn ja auch wieder abwählen direkt. Ja, richtig, das stimmt. Muss allerdings wahrscheinlich noch ein bisschen warten, weil es wirkt für mich eher so im Moment, dass er noch nicht so lange im Amt ist. Ja. Im Amt ist, genau, in Neustadt regiert. Die Leute sind noch begeistert, das stimmt. Dieser nicht rote Wutbürger lässt aber auch noch so ein paar andere merkwürdige Sprüche von sich. Hast du noch welche? Ja, und zwar sagt er, dass Bernhard doch mal seinem Kind den Mund verbieten sollte, weil das Kind so frech ist. Die 80er Jahre. Und gleiches sagt er auch noch, dass er seiner Frau doch wohl auch mal, also Barbara, verbieten sollte, sich so zu äußern, wie sie es tut. Mhm. Was sagst du dazu? Finde ich sehr schwierig, macht mich ein bisschen sauer, aber ich muss sagen, ich finde es ganz positiv, dass Bernhard auch immer dagegen hält und sagt so, ja, ich verbiete hier niemandem den Mund und jeder kann sich hier frei äußern und das geht ja wohl gar nicht. Ja, und Barbara zeigt auch ein bisschen Selbstironie, denn als Bernhard Barbara einmal auffordert, ja, jetzt muss sie doch was tun und sie soll doch bitte hexen, um Bibi rauszuholen, sagt Barbara auch, ach, jetzt muss die Alte also ran, nennt sich selber mit 32 die Alte. Also Barbara ist nicht auf den Mund gefallen. Ja, vielleicht können wir da mal kurz einhaken, wo Bernhard das nämlich sagt, so jetzt muss die Alte ran. Denn zu Hause bei den Blocksbergs, als die ganzen Menschen vor der Tür stehen, ist es ganz witzig und ganz interessant, dass es super laut ist. Mhm. Die Menschen schreien vor der Tür, wir wollen geheilt werden und mein Ischias und so weiter und so fort. Barbara versucht noch, die Leute zu besänftigen, sagt, ja, ich kann euch nicht gesund hexen, ich möchte dem lieben Gott nicht ins Handwerk fuschen. Das ist wirklich eine Aussage. Religion bei den Blocksbergs. Mhm. Ich meine, Hexen sollten eigentlich schlechte Erfahrungen mit Religion gemacht haben. Das ist, wenn man so ein paar Jahre zurückguckt. Das stimmt, ja. Aber trotzdem möchte sie dem lieben Gott nicht ins Handwerk fuschen. Ja, da hast du recht, ja. Aber sie ist ein bisschen, sie ist ziemlich hilflos, den ganzen Menschen, wie sie mit diesen ganzen Menschen umgehen soll. Und bittet dann halt ja auch Bernhard, hilf mir doch. Mhm. Der hat sich Watte in die Ohren gestopft. Ja. Der blendet das einfach aus, keine Lust, mich sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Aber Barbara bleibt relativ beharrlich und sagt, tu doch was. Und ja, Bernhard weiß aber auch nicht. Und die Lösung des Ganzen, und das finde ich ein bisschen absurd und ein bisschen witzig, ist, sie schließen das Fenster. Ja, dann ist es leise. Ich frage mich, warum hatten sie das Fenster überhaupt auf? Ja, Sommer. Und jetzt, Benni, wohnt Blocksberg jetzt nicht in einem Hochhaus? Ich glaube, sie wohnen im 20. Stock eines Hochhauses. Wo genau sind die Menschen denn? Unten am Haus?
Ja, vielleicht haben wir da eine kleine Logiklücke gefunden. Eine große Logiklücke, glaube ich, ja. Ja, das ist zumindest sehr kurios. Also, ich weiß auch nicht. Oder die Leute sind so laut, dass man sie bis ganz oben hört, was aber auch fragwürdig ist. Ja, denkbar. Aber dann, wie spricht Barbara dann zu ihnen runter? Und vor allen Dingen, als sie dann nämlich mit dem Besen aus dem Fenster fliegt, fliegt sie auch gefühlt relativ dicht an den Leuten vorbei. Ja, macht einen Sturzflug. 20. Einmal runter. Ist eher ein bisschen weiter weg von den Leuten. Aber gut. Die Rolle der Frau Kolumna ist noch eine ganz interessante, ganz interessante Sache in der Folge. Denn man kennt Frau Kolumna eigentlich immer als ja, Partnerin von Bibi, die immer mit ihr gemeinsam ja, oft gegen den Bürgermeister oder halt gegen das Unrecht kämpft. In der Folge ist es allerdings sehr verdreht. Also sie beutet Bibi eigentlich mehr aus. Sie fordert die ganzen Informationen, auch die persönlichen Informationen ein. Auch interessant ist, dass Carla Kolumna das allererste Mal vorkommt in der Bibi Blocksberg-Welt. Stimmt, aber vorher ist sie schon bei Benjamin Blümchen. Genau, daher kennt Bibi sie auch. Sie sagt sogar, sie kennt sie aus den Kassetten, aus den Hörspielen. Gute Schleichwerbung auf jeden Fall für die andere Welt, wenn noch ein paar Kassetten verkauft werden müssen. Genau, Carla ist ganz neu und wirklich ziemlich unsympathisch. Damit können wir einen kleinen Rückgriff auf den Start der heutigen Folge von Inside Neustadt machen. Das Zitat ist tatsächlich auch von Carla Kolumna. Ich finde es wirklich nicht anständig von dir, dass du dem Bürgermeister nicht gehorchst. Das hätte ich Carla nicht zugetraut, dass sie das sagt. Und das sagt sie ja nicht nur einmal tatsächlich, sondern sagt sie zweimal. Also nicht das mit dem Gehorchen, aber mit dem braven Mädchen. Mhm. Also sie sagt, dass du nicht gehorchst, tut das ein braves Mädchen. Genau. Und das sagt sie zweimal, auch nämlich noch einmal, nachdem Bibi flucht, tut das ein braves Mädchen. Ja, und sie sagt auch zu Bibi, na bitte, du wirst schon sehen. Also sie droht ja auch ein bisschen. Aber man muss sagen, dass Bibi ziemlich gut damit umgeht und ziemlich kess auf ihre Art und Weise dem Ganzen Parole bietet. Sie sagt doch, ist doch wahr. Es ist doch wohl vollkommen in Ordnung und legitim, dass ich jetzt hier fluche und dass sie dem Bürgermeister nicht gehorcht. Da antwortet sie auch, ja, na klar gehorche ich dem nicht. Der ist ja auch gemein. Ja, das stimmt. Nett. Genau, das ist nämlich der Punkt, wo Bibi ihm nämlich dann auch vorwirft, dass er ja auch nichts für das Obdachlosenheim tut. Ja, der Bürgermeister sagt auch, ganz easy, ist halt nicht sein Metier. Obdachlose, in Neustadt, scheißegal. Ja, das stimmt. Carla hat übrigens auch Knieschmerzen, die Bibi ihr weghexen soll. Oh, das wusste ich nicht. Vielleicht vom vielen Rollerfahren? Ja, das ist ungesund, glaube ich, für die Gelenke. Das wird es wahrscheinlich sein. Ja, sie reiht sich auf jeden Fall in die wehleidigen Neustädter ein. Ja, die sind alle sehr wehleidig, das stimmt. Dabei ist Carla ja eigentlich sowas wie, auch in der ersten Folge von Inside Neustadt, die Heldin gewesen. Diese Folge ist sie nicht ganz so nett. Vielleicht ist das was, was sich entwickeln musste über die Bibi Blocksberg-Folgen. Bevor wir vielleicht wieder zu unseren Charakteren der Folge kommen, würde ich vielleicht gerne mal nochmal über die Stimmung in der gesamten Folge sprechen. Mhm, gerne. Die Stimmung vor allen Dingen in der Familie Blocksberg. Gereizt? Ich war insgesamt beim erneuten Hören der Folge ein bisschen überrascht, wie ja, unfreundlich, schnippisch und gereizt irgendwie alle miteinander umgehen. Das fängt ja irgendwie schon an, dass da... als es ins Rathaus geht, da wird irgendwie total schnippisch miteinander geredet und Barbara ist irgendwie unfreundlich zu Bernhard und der wirft ihr vor, ihm nachzuspionieren. Und, ja, aber ich glaube, so kleine Streitereien gehören ja irgendwie dazu zu Familie Blocksberg, aber es ist wirklich sehr extrem in dieser Folge. Ja, wenn ich das vergleiche mit anderen Folgen, wie harmonisch und wie, wie angenehm das eigentlich in dieser Familie ist, finde ich, ist das da wirklich sehr... gereizt und sehr schnippisch. Wobei zwischendurch, muss man auch sagen, sind sie auch nett zueinander. Ne? Wo Bernhard merkt, Barbara geht es wirklich nicht gut, da bekommt sie auch ihre Kanne Kakao quasi. Am Ende kümmert sich auch Bernhard um Barbara. In den richtigen Momenten sind sie nett zueinander, aber es fällt auf in dieser Folge, es ist sehr, sehr viel Aggression zu spüren. Ja, und zu Boris ist keiner nett. Zu Boris ist irgendwie keiner nett. Nee, die ganze Boris Zeit Boris hat es echt schwer in der Familie Blocksberg. Er darf nicht hexen und... Er trödelt, er kriegt keinen richtigen Kakao, nur gestreckten Kakao. Ja, ist halt ein kleiner, frecher Bruder, der Boris. Zum Ende der Folge ist mir noch eine Sache aufgefallen. Die Familie Blocksberg entscheidet sich ja, wegzufliegen und erstmal zu Tante Amanda zu fliegen, um dem ganzen Trubel zu entkommen. Bernhard, muss der nicht arbeiten? Hat er keinen Job? Der hat doch eigentlich einen Bürojob, der nicht näher spezifiziert ist. Aber der kann anscheinend mal kurz weg.
Stimmt, da hast du recht. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Die wollten ja auch, einige wollten nicht mehrere Tage oder eine Woche oder so. Ja, also bis erst mal Ruhe eingekehrt ist. Bis erst mal Ruhe eingekehrt ist. Das ist auf jeden Fall Bernhard. Ja, wann ist denn so, was ist denn das für ein Wochentag? So ein Tag der offenen Tür, Samstags? Ja, Samstag wahrscheinlich. Gut, wenn sie bis Montag wieder da sind. Aber ja, aber am Montag muss man ja eigentlich wieder arbeiten. Und die Leute haben bis Montag noch nicht vergessen, dass die heilen können, die Blocksberg. Ich frage mich halt, ob sie es überhaupt vergessen. Wahrscheinlich wird immer mal wieder, das wird sich wahrscheinlich wie so eine Sage, eine Geschichte durch Neustadt immer weitertragen. Wisst ihr noch damals, als Bibi den Bürgermeister geheilt hat? Genau, Bibi gibt ja auch an, um auch nochmal einen Rückgriff auf die Weihnachtsfolge von letzter Woche zu bringen. Bibi gibt an, dass in der Familie schon seit Jahrhunderten geheilt wird bei den Blocksbergs. In der Folge Bibi und die Weihnachtsmänner kann oder wollen die Blocksbergs oder Bibi vor allem die Weihnachtsmänner nicht heilen, sondern mit normalen Mitteln kommen sie den Krankheiten bei. Ja, wobei man vielleicht an der Stelle überlegen könnte, dass Bibi vielleicht aus dieser Sache gelernt hat und sagt, ich mache das nicht mehr. Und Barbara sagt ja von vornherein schon, ich mache das nicht, ich möchte, das ist, muss alles, hat alles seinen natürlichen Sinn und deswegen heilen wir nicht. Deswegen passt das ja eigentlich zum Verhalten der Hexen in der Weihnachtsfolge. Genau, aber ist es jetzt wirklich nicht möglich? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, also, das war vielleicht vorgeschoben. Einmal ist es ethisch, einmal ist es nicht ethisch. Was genau, wie ist das genau? Zu Bibi auch noch, Bibi geht häufig auf die Toilette. Ja. Das ist der einzige Ort, an dem sie lesen kann. Das wird ganz am Anfang gesagt, dass Bibi oft auf die Toilette geht, beziehungsweise sie sagt, der Bürgermeister, der geht genauso oft aufs Klo wie wir normalen Menschen. Bernhard sagt dann, Bibi könnte nicht regieren, wenn sie Bürgermeisterin wäre, weil die so oft auf Klo ist. Ja, genau, das stimmt. Ja, das passt irgendwie zu dem, dass ständig irgendwelche Sprüche geklopft werden im Hause Blocksberg. Ja, jeder gegen jeden. Ja. Du wolltest zum Charakter der Woche kommen. Hast du dir diese Woche einen Hexspruch der Woche ausgedacht? Nein, den Hexspruch habe ich leider versäumt. Puh, gut, dass ich diese Woche einen dabei habe. Puh, gut, Benni. Und zwar ist mein Hexspruch der Woche: Ene mene melone, eine Pizza quattro stazione. Oh. Der Hexspruch, den Barbara macht, als sie dem Wurst-Maxe, der total verängstigt ist, eine Pizza hext, weil der ja sonst nur Wurst ist, weil man ja als Metzger halt auch wirklich nur in seiner eigenen Metzgerei essen kann. Ausschließlich Wurst ist. Ja, das ist ein schöner Hexspruch, das würde ich auch manchmal gerne zaubern können. Ja, wir müssen dann tatsächlich eine App bedienen, was ungefähr so viel Zaubern ist. Ja, das stimmt. Aber es dauert ein bisschen länger als Zaubern. Dauert tatsächlich ein bisschen aber länger. Aber dafür schmeckt es nicht so viel nach Schwefel. Das stimmt. Kommen wir zum Charakter der Woche. Ja, leg los. Mein Charakter der Woche, eine sehr kleine Rolle in dem Ganzen, aber eine ganz entscheidende Rolle. Ich bin gespannt. Der Wurstmaxe. Ah, der Wurstmaxe. Ohne den Wurstmaxe, der wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, an einem Markt stand oder vielleicht in seinem Geschäft ist, wäre Bibi jetzt immer noch im Rathaus. Ja. Denn der Wurstmaxe ist derjenige, der entscheidend dazu beiträgt, indem er Barbara seine Tafel überlässt. Mhm. Und auf den sie dann den Hexspruch schreiben kann. Genau, ja, ja, auf dem sie dann den Hexspruch schreiben kann, damit Bibi sich aus dem Rathaus befreien kann. Und deswegen ist der mein Charakter der Woche, beziehungsweise mein Charakter der Folge. Ich wünsche ihm, dass er sich von dem ganzen Schrecken ein bisschen erholt, den er durch Barbara erlitten hat. Aber ein ganz freundlicher und hilfsbereiter Mensch. Ja, das ist ein ganz schöner Charakter der Woche. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich hätte tatsächlich Barbara diese Woche gewählt, okay, weil sie auch eine entscheidende Rolle dazu beiträgt. Sie hat die guten Ideen, diese Folge. Erstens will sie Bibi davon abbringen, die Bürgermeister zu heilen, ganz am Anfang. Da hat sie schon mal recht gehabt. Und sie sagt auch, nicht den Namen, nicht den Namen der Presse nennen, was Bibi natürlich umgehend macht, was natürlich ein großer Fehler ist, woraus Bibi bestimmt lernen wird. Sie hat einfach die guten Hinweise, auch natürlich die Geschichte mit dem Wurstmaxe. Ne? Ja, sie, du hast natürlich recht, ja. Sie rettet ihre Tochter auch alleine, auch wenn ihr keiner helfen will, auch wenn ihr Mann nicht helfen will. Ich finde, diese Woche ist sie da, im Vergleich zur Weihnachtsfolge, tut sie was für ihr Kind. Und, ja, das stimmt. Es zieht sich tatsächlich bis zum Ende. Sie hat auch die Idee, zur Tante Amanda zu fliegen, um erstmal Gras über die Sache wachsen zu lassen.
Sie hat auch die Idee, das Fenster zuzumachen. Sie hat auch das Fenster zugemacht. Was auch, sie hat zwar das andere Fenster im Rathaus nicht aufgemacht, gut, aber das Fenster zu Hause ist geschlossen. Genau, deswegen für mich diese Woche Barbara ganz weit vorne für diese Folge als Charakter der Folge. Ja, aber guck mal, das ist doch, passt doch auch schon wieder ganz gut, weil die beiden ja auch irgendwie eine kleine Allianz bilden, indem da greift die eine Hand in die andere. Der Wurstmaxe hilft Barbara, ihr Werk zu vollenden. Genau. Ich würde dich gerne noch fragen, das haben wir letzte Woche gar nicht gemacht, aber die Folge zu bewerten auf deiner persönlichen Bibi-Skala im Hexenbesen, sagen wir jetzt einfach mal, wie viele Besen von 10 Besen würdest du denn verteilen? Die Skala reicht bis 10 Besen. Mhm. Also, was mich wirklich auch gerne begründen. Massiv an der Folge stört mich, diese ganze gereizte und so nickelige Unterton, der da herrscht. Deswegen ist auf gar keinen Fall volle Punktzahl. Ich finde die Story ganz witzig, dass der Bürgermeister so viel isst. Ich glaube, ja, solide 7. 7, aber 7 ist doch schon mal ganz solide gut. Solide 7 von 10 Hexenwesen. Ja gut, damit kann ich mich anfreunden. Ich finde die Geschichte tatsächlich auch ganz gut. Sie ist jetzt keine spannungsgeladene Geschichte. Deswegen muss man da mal ein paar Abstriche bei der Bewertung machen. Trotzdem gefallen mir so ein paar Kleinigkeiten, ein paar gute Gags, zum Beispiel der Eiffelturm, der immer noch steht. Sorry, das fand ich einfach irgendwie witzig. deswegen finde ich die Folge eigentlich ganz okay. Die Logikfehler, also dass der Bürgermeister Bibi nicht mehr kennt, dafür gibt es von mir auf jeden Fall Abzüge. Und würde ich am Ende auch so bei 7 Hexenbesen rauskommen von 10 Besen. Also geben wir abschließend 7 von 10 Hexenbesen für die Folge Bibi heilt den Bürgermeister. Genau. Dann ein kleiner Vorausblick auf die nächste Woche. Nächste Woche, haben wir ja schon gesagt, wollen wir uns befassen mit der Folge 9, Bibi verliebt sich. Werden nochmal schauen, wo denn Boris eigentlich geblieben ist, Joachim näher beleuchten und gucken, was in der Hexenwelt so alles möglich ist, wenn man sich denn verliebt hat. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns noch auf Spotify, auf Instagram oder auf iTunes folgt oder ein paar Kommentare da lasst. Vielleicht, was euch auch noch besonders interessiert an der nächsten Folge oder vielleicht habt ihr auch noch ein paar Anmerkungen zu der Folge jetzt. Die lesen wir gerne, da sind wir sehr offen. Genau, gerne sagen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und was ihr euch in Zukunft wünschen würdet in diesem Podcast. Ja, jetzt sind wir doch vor Weihnachten noch mit einer anderen Folge rausgekommen. Deswegen nochmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste Folge Bibi verliebt sich wird es wahrscheinlich im neuen Jahr geben, also freut euch drauf. Joachim! Hört den Podcast, wo ihr ihn hören mögt, bei Spotify, jetzt auch auf iTunes und lasst uns auch gerne ein Like bei Instagram da, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Also einen guten Rutsch und macht's gut! Hex, hex! Willkommen zu Inside Neustadt, dem Bibi-Blocksberg-Podcast. Frohes neues Jahr wünschen wir euch und einen guten Start in das neue Jahrzehnt. Auch im neuen Jahr wollen wir wieder die großen und kleinen Abenteuer unserer kleinen Lieblingshexe kommentieren. Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit der Folge Bibi verliebt sich. Ah, Folge 9, wenn ich mich recht erinnere. Da erinnerst du dich richtig. Die Folge kommt aus dem Jahr 1983 und wir schauen mal, worum es geht. Wie der Titel schon erahnen lässt, verliebt sich Bibi. Ah. Bevor es aber in die romantische Erzählung geht, ist Bibi zu Beginn der Folge erstmal todtraurig, denn ihr Bruder ist nicht mehr da. Boris ist weg. Es ist das passiert, wovor sich alle Bibi-Blocksberg-Fans die ganze Zeit in den ersten 7 Folgen fürchten. Oh ja, wir haben es ja schon angekündigt. Ja, er ist verschwunden. Verschwunden. Ganz verschwunden nicht? Nein, ganz verschwunden nicht. Wir schauen mal später, wo er genau ist und gucken erstmal, wie die Handlung denn weiterläuft. Weil Boris ist ja anscheinend erstmal weg. Was passiert denn sonst noch? Bibi ist jetzt in der Schule und ist weiterhin ganz traurig. Ihr gelingen auch die Matheaufgaben nicht. Sie sitzt auf dem Schulhof und ist ganz betrübt ihr Pausenbrot. Aber Rettung naht, denn Joachim taucht. Joachim. Und er möchte sogar ein Stück von ihrem Pausenbrot abhaben. Und sie gibt ihm sogar ihr gesamtes Brot und ist absolut entzückt und verzückt von diesem lockig-haarigen
attraktiven jungen Mann. Ja, sie ist instant verliebt und kann ihr Glück kaum fassen, ihn getroffen zu haben. Schwebt nach Hause förmlich und berichtet direkt ihrer Mutter über diese Begegnung auf dem Schulhof. Sie ist sogar so verliebt, dass sie sich direkt ihren Hexenbesen Kartoffelbrei schnappt und zurück zur Schule fliegt, denn die Älteren haben ja länger Schule. Allerdings ist Joachims Reaktion auf Bibis Liebesgeständnis nicht so ganz, wie sie es erwartet hat, sondern er sagt, ja, du bist doch ein Baby und du bist viel zu klein, ich möchte nicht mit dir befreundet sein und schon gar nicht dein Freund sein. Und ziemlich wütend fliegt Bibi dann wieder nach Hause und... sie will es gar nicht wahrhaben eigentlich, ne? Sie möchte, dass Joachim sie auch liebt. Ach nein, halt. Sie verfolgt Joachim erst noch zu ihm nach Hause, um zu wissen, wo er wohnt, und fliegt dann, ja, auch was man nochmal besprechen sollte, wütend nach Hause und überlegt, wie sie Joachim für sich gewinnen kann. Und das geht natürlich am besten mit Hexerei, wie im echten Leben. Ja, Hexerei ist das Mittel der Dinge. Und sie denkt, ah, ich bin zu klein, ich muss mich älter hexen. Mhm. Und blättert die Illustrierten durch und findet genug Vorbilder, wie sie gern aussehen möchte, wie sie älter wirken könnte. Und hext sich, ja, größer, blonde schöner. Locken, ja, schöner, längere Beine, hohe Schuhe. Rote Lippen und ein kurzes Röckchen. Und fliegt zu Joachim zurück und wird dann nochmal vorstellig. Joachim erkennt sie erst nicht ganz. Er ist nicht ganz begeistert, kann man ruhig sagen. Dann ist er auch nicht ganz begeistert und sagt, ja, es ist mir egal, es kommt ja auf die inneren Werte an, du könntest auch ganz hässlich sein. Bibi nimmt ihn natürlich beim Wort, fliegt nach Hause. Und wird zur schrumpeligen alten Hexe. Aber auch von der schrumpeligen alten Hexe ist Joachim nicht überzeugt. Und dann ist wirklich Bibi am Ende ihres... Könnens. Genau, ihres hexischen Könnens und ist todestraurig. Zumindest verwandeln kann sie sich nicht mehr. Sie hat noch eine andere gute Idee. Ja. Ihre Eltern sind abends dann weg und nachdem sie sich so ein bisschen erholt hat von dem Schock der Zurückweisung, möchte sie Joachim verliebt hexen. Ja, sie probiert einen alten Liebesschwur-Hexspruch aus und verwandelt Joachim in einen Verliebten oder in einen verrückt gewordenen Verliebten. Auf jeden Fall nicht so, wie Bibi sich das vorstellt. Joachim macht ihr mittlerweile Angst vor lauter Verliebtheit. Nachdem er übrigens also instant auf ihrer Türschwelle steht, nachdem sie den Hexspruch ausgesprochen hat. Ja, ganz genau. Und wer kann da helfen? Die Eltern, die zurückkehren. Und am besten natürlich noch jemand, der hexen kann. Genau. Barbara löst das Ganze auf und heilt Joachim von dem Liebeszauberspruch. Und ja, Bibi und Joachim werden dann doch noch Freunde. Genau. Sie werden oder setzen sich gemeinsam mit den Eltern an einen Tisch und sprechen mal offen über das Thema Liebe. Und danach werden die beiden tatsächlich Freunde. Ja, und Bibi hilft Joachim noch beim Umzug. Sie gehen noch gemeinsam Eis essen. Hinten raus zieht sich ein bisschen. Joachim erklärt noch, dass er umzieht vorher, was Bibi schon mal an ihre alten Traumata erinnert. Aber zum Glück ja nur ein paar Straßen weiter. Und wir haben ein wirklich schönes Happy End für alle Beteiligten. Außer Boris. Außer für Boris. Der jetzt weg ist. Vielleicht starten wir damit mal. Genau, wenn wir mal ein bisschen detaillierter schauen wollen. Fangen wir an mit Boris. Ja, ich finde es ganz interessant, dass Bibi ganz am Anfang wahnsinnig traurig ist, dass Boris weg ist. Sie weint, nicht nur weil Boris weg ist, auch weil ihre Freundin Julia weg ist, von der man vorher noch nichts gehört hat. Aber gut, ist natürlich, macht die Sache doppelt schlimm. Bleiben wir mal bei ihrem Bruder. Warum ist Boris denn jetzt nicht mehr da, Benni? Das hat man in den Folgen vorher ja schon gehört. Boris hat starken Husten. In den ersten 8 Folgen kann man das an der einen oder anderen Ecke schon hören. Ich hab Boris auch ständig husten hören. Ständig dieser pseudokrope Husten. Ja, und das Asthma-Spray immer im Anschlag. Immer pss, pss, pss. Ja. Ja, Boris hat schlimmen Husten und ist jetzt bei Oma und Opa an der Nordsee. Richtig. Es wird nicht ganz klar, ob es die Eltern von Barbara oder von Bernhard sind. Ja, das stimmt. Und es wird auch nicht ganz klar, ob die ein Telefon haben und sich verständigen können. Scheinbar nicht, weil, also man könnte ja auch mal anrufen, wenn man jemanden vermisst, aber auf die Idee kommen sie nicht. Genau. Was ich aber noch ein bisschen interessanter finde, ist, Bibi ist todtraurig, aber Barbara... Barbara ist gut drauf. ...ist absolut super vergnügt. Sie singt, sie versucht, ihre Tochter aufzuheitern. Ja, sie sagt stimmt. Zwar einmal kurz, ja, mir fehlt er ja auch, aber singt dann weiter und so ganz... Traurig wirkt sie nicht eher. Nee, also vielleicht hat sie sich ein bisschen freut, dass dieser nervige, freche Sohn
nicht mehr da ist. Ihr einziger Sohn, ihr kleiner Junge ist auf einmal weg und Barbara, ja, in einer Minute sagt sie, alles klar. Ich muss auch sagen, es ist auch schon ein bisschen traurig, wenn man mal ein bisschen in die Zukunft schaut. Mhm. Boris spielt wirklich gar keine Rolle mehr. Er wird in keiner einzigen Folge taucht Boris noch einmal auf. Aber so sollte man doch mit Trauer umgehen. Ja, das stimmt natürlich. Man sollte es einfach alles totschweigen. Und was auch noch ganz interessant ist, welcher Fact jetzt nicht fehlen darf, ich glaube, es ist Folge 52, Bibi die Computerhexe, wird Boris dann auch noch geleugnet von Vater Bernhard, der seiner Tochter beim Prozentrechnen hilft und sagt, ich bin 33, ein Drittel Prozent unserer Familie. Da ist Boris nicht mehr Teil der Familie. Die anderen 33, ein Drittel Prozent sind dann Barbara und das andere 33, ein Drittel Prozent Bibi. Ja. Wo ist Boris? Boris hat es leider nicht geschafft. Er war für die Autoren einfach nicht mehr tragbar. Und ist aus der Serie verschwunden. Der Erzähler sagt an der Stelle nämlich auch nochmal, schon schade, dass Boris nicht mehr da ist. Finden wir auch. Eigentlich eine nette Figur. Aber in Halt den Bürgermeister, muss ich sagen, fand ich Boris auch ein bisschen nervig. Ja gut, dann kann man ja mal verschwinden lassen. Ich weiß nicht, wie traurig ich darüber bin. Ein bisschen nervig fand ich ihn schon. Kommen wir zur Hauptgeschichte. Joachim und Bibi. Der Liebesgeschichte. Der Folge. Vielleicht starten wir mal mit dem Kennenlernen von Bibi und Joachim. Mhm. Bibi sitzt, wie schon gesagt, ziemlich traurig auf dem Schulhof und isst ihr Butterbrot. Mhm. Und dann kommt Joachim vorbei und sagt, kann ich mal beißen? Was für ein Anmachspruch. Ja. Und wie oft wurdest du nach deinem Schulbrot schon mal gefragt in der Schule? Doch schon mal, aber nicht als Anmachspruch, würde ich sagen. Und eigentlich auch nur von Freunden und von fremden Schülern, die zwei Klassen über mir waren. Ja, also Joachim kann sich entweder kein Schulbrot leisten oder er ist sich seines Äußeren bewusst und rettet sich so über den Tag. Schnort sich immer durch. Ja, ich finde ihn aber auch ein bisschen flapsig, weil er so, kann ich mal beißen, so rüberkommt. Also freundlich, finde ich, wirkt er nicht auf mich. Er ist halt cool. Und auf die Frage, wer er denn ist, sagt er auch, ich bin Joachim, siehst du doch. Ja, stimmt. Ne, clevere Antwort. Ja, Bibi gibt ihm das gesamte Brot gleich. Sie lässt ihn nicht mal beißen. Vielleicht finden sie es auch eklig, wenn jemand anders von ihrem Schulbrot abbeißt. Ja, der findet es erst ganz lecker. Dann sagt Bibi, dass da Heuschreckencreme drauf ist. Dann findet er es eklig. Fände ich aber auch. Ja, dann wird Bibi aber auch ein bisschen komisch. Und sie verändert auch ihre Stimme. Sie spricht dann so, natürlich kannst du mal beißen. Und das wird Joachim auch ein bisschen unheimlich und dann sagt er, bist du blöde? Ja, ist natürlich auch schwer, damit umzugehen, wenn du auf einmal so angeflirtet wirst aus dem Nichts, obwohl du eigentlich nur ein kleines Schulbrot essen wolltest. Ja, er sagt, ich habe es nochmal nachgesehen, du hast ja nicht mehr alle. Genau. Tschüss und geht. Ja, er hat ja seinen Willen bekommen. Ja, aber Bibi ist ganz entzückt und berichtet direkt ihrer Mutter von ihren Erlebnissen. Und auf dem Nachhauseweg wird schon vom Erzähler beschrieben, wie Bibi sich gerade verhält, wie sie schwebt. Und auch der stellt Spekulationen an, aber er traut sich nicht, es auszusprechen. Ganz schön verklemmt. Ich wage es gar nicht, es auszusprechen. Aber ich habe da so eine Ahnung. Und da denke ich auch so, oh wei, ne? Aber Barbara bringt es auf den Punkt, sie spricht es aus und sagt, Bibi, du hast dich verliebt. Ja, und Bibi kann es auch gar nicht glauben und stellt dann fest, dass es so ist. Nach diesem Gespräch mit ihrer Mutter fliegt Bibi dann zurück zur Schule und... Es startet schlechtmöglichst, muss man sagen. Sie baut einen Unfall und trifft Joachim mitten ins Gesicht, kann man sagen. Genau, fliegt ihm gegen den Kopf und möchte dann aber gerne von ihm auch hören, dass er sie auch liebt. Ja, ganz schön schnell. Aber anstatt, dass er sagt, ja, ich liebe dich auch, ist er eher sehr negativ überrascht und hat eigentlich gar keine Lust auf Bibi und sagt, ja... Du bist doch ein Baby und ich spreche nicht mit Babys. Naja, was Bibi daraus mitnimmt, ist auf jeden Fall, ja, okay, ich bin nicht erwachsen genug, ich bin nicht alt genug. Wenn ich größer bin, wird sich Joachim schon in mich verlieben. Mhm. Um aber noch herauszufinden, wo Joachim wohnt, ist sie natürlich ganz gewitzt und verfolgt ihn nach der Schule. Stichwort Stalking. sie fliegt Joachim unauffällig hinterher, um herauszufinden, wie er heißt und wo er wohnt. Genau. Buschberg heißt Joachim mit Nachnamen. Vom Namen her wird es passen. Buschberg, Blocksberg. Ja. Auch beide mit Berg. Die Autoren waren sehr kreativ. Bibi Buschberg. Ja.
Könnte man sich vorstellen. Ich weiß nicht, was da vielleicht noch passiert. Ja, sie fliegt zurück nach Hause, hat sich gemerkt, okay, er findet, dass ich ein Baby bin, ich muss älter werden. Und jetzt wird's interessant. Bibi überlegt, okay, wie kann ich mich schöner, attraktiver hetzen? Ja, da würde ich mal ein paar Zeitschriften blättern. Richtig, die Illustrierten. Die zeigen einem die Schönheitsideale ja perfekt auf. Ja, sie beschreibt das immer noch ganz nett dann in der Folge und sagt, ja, die haben einen kurzen Rock an, die haben die Augen schwarz geschminkt, hohe Schuhe, lange Beine, blonde Locken. Ja. Und ja, Bibi möchte auch so aussehen. Dabei ist sie ja 12, Joachim ist 14. Richtig. Habe ich mit 14, ja, da hat man schon Fantasien, das stimmt. Also als Joachim. Ja, aber ob das die sind von den Frauen in den Illustrierten? Ja, kommt auch an, welche Illustrierte das ist. Weiß ich nicht genau. Ja, sie sucht sich aus Barbaras Hexenbuch ein Zauberspruch oder ein Rezept raus, um sich älter zu zaubern. Und ja, es gelingt ihr wohl relativ gut. Das Rezept ist aber auch ziemlich außergewöhnlich, muss man sagen. Wir können ja mal die Inhaltsstoffe durchgehen. Ja. Auch für jeden zu Hause, der da mal nachzaubern Interesse möchte. Interesse daran hat, sich ein bisschen älter oder schöner zu zaubern. Also man braucht eine Prise Salz. Gut, das hat man noch zu Hause. Genau. Da doch nicht so gut, Prise Salz. Das klar, geht. Messerspitze Meerrettich. Auch möglich. Kein Problem. Räucherstäbchen. Auch am Start. Spinnenbeine. Ja, müssen die Räucherstäbchen jetzt mit da rein oder werden die aufgestellt und angezündet? Ja, ich glaube, man vermischt alles. Okay. Spinnenbeine kann man sich aber organisieren. Kein Problem. Ja, aber auch ein bisschen gemein. Eidechsenschwanz wird schwierig. Das denke ich sowieso ganz, ganz häufig in der Hexenküche, dass das ein bisschen gemein ist, den Tieren ja, so Gliedmaßen rauszurupfen und die irgendwie zu Püree oder zu irgendwas zu verarbeiten. Ja, wenn es schmeckt. Eidechsenschwanz gehört noch dazu. Mhm. Das wird alles vermischt. Dann ein Streichholz anzünden. Anreißen, sagt sie. Das habe ich noch nie gehört, das Wort. Und schwarzes Papier, was auch immer schwarzes Papier ist. Und einen Tropfen Schwefelsäure braucht man noch. Damit es auch nach Schwefel riecht. Wer es zu Hause nachmachen möchte, das sind die Zutaten. Den Hexspruch, ja gut, den können wir wahrscheinlich nicht aufsagen. Aber vielleicht wird man dadurch ja schon ein bisschen schöner als Maske oder wie man es gerne mag. Barbara ist ziemlich erschrocken darüber, wie Bibi nach diesem Hexenspruch aussieht und wundert sich erstmal, wie die fremde Frau ins Haus kommt. Stellt sie aber relativ schnell heraus, dass es Bibi ist und Barbara sagt, du siehst verboten aus. Ja, wie 16. Wie 16. Warum man mit 16 verboten aussieht oder vielleicht liegt es auch an dem kurzen Rock. Wahrscheinlich ist das der Grund. Ja, sie fliegt zurück zu Joachim und wird vorstellig in diesem neuen Look. Mhm. Joachim erkennt Bibi auch nicht direkt. Er sieht sie sogar, eine 16-Jährige. Ja, zunächst sieht er sie und sagt dann, ja, was willst du hier schon wieder? Du siehst aus wie eine aufgedonnerte Schrulle. Mhm. Aber jetzt wird deutlich, dass in Joachim mehr steckt, als man vielleicht anfänglich denkt. Denn Joachim sagt was sehr, sehr Schlaues. Er sagt, es kommt nicht auf die Schönheit oder das Äußere an, sondern aufs Gefühl. Was Bibi mit ihren 12 Jahren allerdings noch nicht verstehen kann oder will. Naja, sie versteht es ja schon irgendwie und sagt so, ja gut, wenn es dir nicht aufs Äußere ankommt, dann mache ich mich jetzt halt richtig, richtig hässlich. Aber auch das funktioniert nicht, denn das Gefühl kann man eben nicht erzaubern, auch durchs Äußere. Auch als Hexe kommt sie nicht gut an und ist letztendlich todtraurig und weiß irgendwie nicht mehr so richtig weiter, ist aber dann ganz froh, dass die Eltern dann das Haus verlassen, irgendwie, weiß ich nicht, weggehen gemeinsam. Und schleicht nochmal zum Hexbuch und sucht sich einen Liebeszauber raus. Auch da gibt es eine schöne Anleitung, auch für zu Hause. Erstens braucht man eine Kerze, dann einen persischen Hocker, wo auch immer der herkommt, aber er ist auf jeden Fall zum Aber Glück, der steht da auch rum. Ja, genau. Ja, ich nehme den da. Mit gekreuzten Beinen setzt man sich drauf, dann dreimal den Spruch, glaube ich, aufsagen. Ja. Und in Richtung Süden. Das macht Bibi auch mit einem Kompass ganz clever eben schnell aus. Der auch da rumliegt. Genau. Papis Kompass. Papis Kompass, weil Männer haben ja immer einen Kompass. Ja. Und zack, steht Joachim vor der Tür. Jetzt wird es richtig unheimlich, denn Joachim säuselt Bibi
wilde Liebeserklärungen vor und ist auch ein bisschen aufdringlich. Und Bibi sagt so, ja, nee, geh mal weg und fass mich nicht an. Ja, das hat er sich ein bisschen anders vorgestellt. Ja, ne? Er hat auch noch Rosen aus dem Stadtgarten geklaut. Tausend Stück geklaut. Fällt das eigentlich nicht auf? Wurde dabei nicht gesehen? Ich meine, tausend ist schon eine ganz schöne Fläche, oder? Ja, die Rosen, die pieksen auch. Und sie fühlt sich sehr, sehr unwohl und ist irgendwie in einer großen Not. Wünscht sich aber, dass ihre Eltern nicht nach Hause kommen, damit sie das nicht sehen und dass sie keinen Ärger kriegt. Mhm. Aber unmittelbar, natürlich, als sie das ausspricht, sagt, hoffentlich kommen Mami und Papi jetzt nicht, kommen sie natürlich. Ja, wie es immer so ist. Und ja, was ist denn hier los? Und Barbara ist aber relativ schnell klar, es ist dieser uralt hergebrachte Liebesschwur. Und ja, sie befreit Bibi. Ja, sie ist die Retterin in der Not und kann den Hexenspruch quasi nochmal ungeschehen machen. Ja, ungeschehen machen, genau. Ja, und sie sitzen dann gemütlich am Tisch und reden ein bisschen über die Liebe. Ja, die Liebe, die ist ja öfters auch mal ein Thema gewesen bei Bibi, ne? Ah, ich ahne, worauf du hinaus willst. Du meinst so die anderen Liebschaften, die sie da so hat, Bibi ja. Schon mal da gibt's hatte? Doch ein paar, oder? Ja, es gibt ja noch zwei weitere. Einmal, und da müssen wir zu Bibi und Tina rüber luken. Liebe Grüße. Den hübschen Mikosch, den ungarischen Pferdehirt. Der ja in der Pusta in Ungarn Pferde hütet, den lernt Bibi kennen und ist ganz hin und weg. Und Pedro. Pedro, den alten Zirkuskünstler. Zirkusartist, den sie auch ganz, ganz großartig findet. Und ja, was Mikosch und Joachim gemeinsam haben, ist, dass sie sich am Anfang gar nicht so grün waren, die beiden. Und dass sie sich nicht mochten. So wie Joachim Bibi nicht mag, mochte Mikosch Bibi auch nicht. Und am Ende sind sie aber Freunde geworden. Und Pedro war eigentlich von Anfang an schon hin und weg von Bibi und fand sie auch ganz toll, vor allem, weil sie zaubern kann. Und ich glaube, alle Folgen wurden auch verfilmt. Aha. Und wenn man sich nämlich die Darstellungen von den drei Herren angucken, dann wird einem auch einiges deutlich. Die sehen nämlich ungefähr alle drei gleich aus. Ja. Alle haben schönes, dunkles, lockiges Haar. Und, aber der Geschmack ändert sich ja schon ein bisschen, weil Joachim war ja so ein ganz normaler Typ von nebenan, sage ich jetzt mal. Und die zwei anderen sind ja eher ausgefallene Charaktere. Ja, eher ein bisschen exotisch. Mhm. Ja, stimmt. Vielleicht hat Joachim sie versaut. Weil Pedro ja Zirkusartist ist und Mikosch Pferdehirte. Das hat natürlich irgendwie was Verwunschenes. Sie sind sich aber alle dreien, ist ein bisschen gemein, dass sie ja nicht erreichbar sind für Bibi eigentlich. Weil wobei, sie, ja stimmt, Joachim ist älter. Ja, Joachim ist älter, aber der zieht ja auch dann in den Nachbarort, glaube ich. Nee, nur ein paar Straßen weiter. Ach nur, stimmt, nur ein paar Straßen weiter. Gehabt. Aber er verlässt die Schule. Das stimmt, ja. Pedro zieht mit dem Zirkus weiter. Ja, Mikosch ist ja ganz weit weg in Ungarn. Ja. Interessant ist immer, wenn Bibi sich verliebt, dass Bibis Eltern immer wieder darauf zu sprechen kommen, ob sie alt werden. Also Barbara ruft Bernhard an, als sie mitgekriegt hat, dass Bibi sich verliebt hat. Oh ja. Und das Erste, was Bernhard sagt, ja, wir werden alt. Und Barbara sagt schon vorher, ich werde alt. Jetzt müssen wir uns noch mal ins Gedächtnis rufen. Barbara ist 32 und Bernhard wird wahrscheinlich vielleicht ein wenig älter sein oder vielleicht auch ein bisschen jünger, aber auch um den Dreh. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Und es ist aber auch in den anderen Folgen, wo Bibi sich verliebt, bei Pedro zum Beispiel, da wird auch immer wieder betont, werden wir alt. Ja, die Reaktion der Eltern finde ich sowieso nochmal sehr beachtenswert. Erstmal Bernhard, als er erfährt über seine Tochter, dass sie verliebt sei, ist er erstmal ziemlich eifersüchtig. Ne? Ja. Er sagt irgendwie, ja, sie soll strahlen, wenn sie mich sieht und nicht irgendeinen dahergelaufenen Jungen. Ja. Schon eine komische Reaktion, wobei er sich natürlich am Ende auch für sie freut. Barbara ist von Anfang an begeistert, nur Bernhard, der kommt wieder als kleiner Grummel daher. Ja, ich finde das ganz witzig, dass du das sagst, weil Bernhard ist wirklich noch so eine Person, die zu besprechen ist in dieser Folge. Mhm. Weil Bernhard wird der Rolle des Grummelkopfs wirklich durchgehend gerecht. Also zunächst einmal, sein Einfühlungsvermögen ist nicht sonderlich groß und es gibt die eine Stelle, wo Bibi sich in ihrem Zimmer einsperrt, weil sie ganz, ganz traurig ist über den Verlust oder die Ablehnung von Joachim nicht so richtig drüber hinwegkommt. Und da sagt der Erzähler, ja, selbst Bernhard oder selbst Papa Bernhard hat es nicht geschafft, Bibi aus ihrem Zimmer rauszuholen. Und dann wird wieder in die Wohnung von dem Blocksberg geschaltet und Bernhard sagt, Bibi, mach doch mal die Tür auf. Und dann sagt Bibi, nein. Und dann sagt Bernhard,
Okay. Ja, dann eben nicht. Er hat alles versucht. Und dann geht er. Und man denkt so, ja gut, das kann man natürlich ein bisschen einfühlsamer hinkriegen. Aber so ist unser Bernhard nicht. Aber wenn es drauf ankommt, ist er da, muss man auch sagen. Also ja, am Ende der Folge. Aber ja, am Ende der Folge ist er wieder freundlich. Aber welche Stelle meinst du denn genau? Wo sie am Tisch sitzen und er, ne, er sagt ja auch, die Barbara, die hat er ganz gern. Ah ja, er unterstellt Barbara schon, dass, ob sie ihn nicht vielleicht auch verhext hat, dass er sie ja, in sich verliebt hat. Ja, ich mag den Bernhard. Mit seiner Art. Ja gut, ich mag den Bernhard auch, aber darum geht es ja auch gerade nicht. Interessant ist auch, dass Barbara erzählt, der Bernhard, der hat mir nur ein einziges Mal rote Rosen mitgebracht. Und zwar, als er ein schlechtes Gewissen hatte. Mhm. Musst du auch direkt an die Liaison mit Frau Kohl denken? Ja, aber die hat zu dem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden, glaube ich. Nein? Ist das vor Folge 9? Oh, ja. Nee. Ich glaube, nee. Das kommt erst noch. Papi ist weg. Mhm. Oh. Ja, dann, das ist ja quasi die zweite wichtige Sache, wo Bernhard mal ein paar Rosen springen lassen müsste. Ja, das stimmt. Okay, dann wissen wir nicht, was damit gemeint ist. Nee, das können wir, glaube ich, nicht so sagen. Hm. Bernhard sorgt in meinen Augen aber auch noch für ein Highlight der Folge. Und zwar für ein schönes Zitat, was ich gerne vorlesen möchte. Wo Barbara ihn anruft und ihm erzählen möchte, dass Bibi verliebt ist, reagiert er sehr genervt und geht ans Telefon und sagt, na sag schon, ich bin gerade mitten in der Arbeit, brennt das Haus? Er hat auf jeden Fall keinen Bock, mit seiner Frau zu reden. Sehr freundlich, ja, es wirkt vielleicht auch so ein bisschen, als ob Barbara häufiger mal anruft und Bernhard auf der Arbeit nervt. Es ist auf jeden Fall, brennt das Haus, zum Glück brennt es nicht. Ja, aber Bernhard ist einfach ein guter Typ. Auch noch ganz spannend in der Folge sind die Nebencharaktere. Der Herr Schumann. Das ist ja der Lehrer, der Klassenlehrer, glaube ich, von Bibi. Ja, der Klassenlehrer, der ganz am Anfang, als Bibi sehr traurig ist, weil sie auch die Matheaufgaben nicht hat, finde ich sehr einfühlsam mit ihr spricht und sagt, ja, was ist denn los? Ne? Und Bibi erzählt, ja, Julia ist weg und Boris ist weg und ich habe irgendwie keine Freunde. Ich habe es versucht zu machen, aber mir sind die Aufgaben einfach nicht gelungen. Und dann denkt man, ja, jetzt kommt bestimmt was. Ja, okay, wenn du es versucht hast, ne, ich erkläre dir das nochmal. Oder, was können wir denn tun, um dir zu helfen? Nee, Herr Schumann sagt, ja, dann musst du dich halt ein bisschen mehr anstrengen. Ja, wo er recht hat. Und dann dachte ich so, ja, okay, aber das ist eigentlich jetzt nicht so nett, ja, das zu sagen. Wobei in der Szene ist Bibi auch nicht so nett, weil eine Mitschülerin sagt, ja, du hast ja noch uns. Und dann sagt Bibi, ja, super. Ja, okay, das stimmt. Also deswegen ist sie vielleicht auch ziemlich unbeliebt in der Klasse, wenn sie so mit ihren Mitschülern umgeht. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass sie etwas beliebter ist, also dass sie mehr Freunde hat. In alten Folgen ist das, glaube ich, auch so, aber da passt es gerade halt nicht. Ja, mich wundert das, dass sie nicht so viele Freunde hat, aber gut. Ja, ein weiterer Nebencharakter ist natürlich noch Herr Müller, der Hausmeister aus dem Hochhaus, in dem die Blocksbergs leben, der sich über den ständigen Schwefelgeruch beschwert aus dem Hexenhaus, aber eigentlich ein netter Typ ist, wie auch der Erzähler zusammenfasst. Jedoch möchte er der Bibi ab und zu mal die Leviten lesen. Die Leviten, wo wir wieder mal ein paar schöne Sprichwörter, die gerne mal in den Bibi-Folgen verwurstelt sind, hätten, die Leviten lesen. Auch immer das heißen soll. Ich finde, Herr Müller ist aber generell eher sympathisch. Er erzählt halt auch, dass er Bibi mag, weil sie ja auch die Rolltreppe für die alte Frau in das Hochhaus gehext hat. Mhm. Und das macht ihn irgendwie sympathisch. Er ist halt nur manchmal ein bisschen sauer über ihre Streiche. Ja. Gegen Ende der Folge lernen wir ja auch noch Frau Buschberg kennen, die Mutter von Joachim, die sich gerne und bereitwillig von Bibi helfen lässt beim Umzug. Ich frage mich allerdings, wie hätten sie den Umzug ohne Bibi gemeistert? es geht darum, dass sie abends schon in ihren neuen Betten schlafen können und so weiter. Und das hätten sie ohne Bibi anscheinend nicht geschafft. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass eine Hexe denen beim Umzug hilft? Ja. Sie nimmt die Hilfe bereitwillig entgegen, aber anscheinend war der Umzug allgemein nicht so gut durchgeplant. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, haben die keine Umzugshelfer? Ja, die haben sich wohl auch verlassen, dass die Frau und das Kind das alleine machen. Stimmt. Sollte Joachim und Frau Buschberg gemeinsam die Wohnung ausgeben? Ja, das ist interessant, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, es findet auch in einem Teil der Story statt, die eigentlich schon ein bisschen überflüssig ist. Ja. Können wir nachher nochmal drauf eingehen, wenn wir die Folge insgesamt bewerten. Ja. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass die Planung wohl nicht so gut war und sie Glück hatten, dass eine kleine Hexe quasi den ganzen Umzug übernommen hat, was kostengünstig. Für ein Glück.
ja. Und das quasi alles geregelt hat. Benni, was hast du in der Folge gelernt? Ja, das Thema der Folge ist ja die erste Liebe, was ja auch für junge Heranwachsende ein großes Thema ist. Und ich denke, dass sich dem Thema schon sehr gut in der Folge genähert wurde. Es muss halt klappen und passen und da hilft auch keine Hexerei, haben wir gelernt. Ich finde, das ist schon ein starkes Statement, was gesetzt wurde. Ja, ich finde ich auch. Und es wird vor allen Dingen auch gesagt, es bringt nichts, sich zu verändern. Ob man jetzt hexen kann oder nicht, man kann sich ja so und so verändern. Ne? Man kann sich ja schminken und sich die Haare schneiden und oder färben. Und dass das nicht zum Erfolg führt, das ist wirklich sehr, sehr deutlich geworden. Ja, und dass auch jeder da mal durch muss. Das ist ja auch eine spannende Lehre, die man mitnehmen kann für jeden, der sich damit befasst. Es führt dann keinen Weg dran vorbei. Irgendwann ist man mal hoffnungslos verliebt und es passt einfach nicht. Und ich finde, das ist schon ganz, ganz schön aufgenommen worden. Genau, an der Stelle ist es auch ganz süß, dass, dass Barbara auch erzählt, dass sie mit 11 unsterblich in ihren Klassenlehrer verliebt gewesen ist. Dadurch die schlechten Noten wahrscheinlich, auch bei Barbara schon. Ja, vielleicht. Irgendwann muss es ja kommen, dass Bibi sich nicht konzentrieren kann bei ihren Hausaufgaben. Aber was natürlich ganz, ganz nett ist, dass man vielleicht sich nicht auch immer in seinen Mitschüler verliebt, sondern dass man sich vielleicht auch mal in ältere Menschen verliebt. Genau, dass das alles ganz normal ist. Ja. Wo die Liebe hinfällt. Also ich denke, von den Lehren her ist die Folge auf jeden Fall ziemlich gut. Wobei, was mir noch nicht ganz klar geworden ist, wie kann das sein, dass Bibi sich dann so schnell entliebt? Weil ich finde, die Message, die passt dann auch nicht so richtig. Ja, ich bin dann jetzt schon gar nicht mehr verliebt. So schnell geht es doch eigentlich dann auch nicht. Ja, das stimmt. Aber die Folge muss ja auch irgendwann ein Ende haben. Aber ich würde aber auch behaupten, dass das nicht stimmt. Dass Bibi bis zum Ende auch verliebt ist. Ja, ich meine, Joachim, erstens wird er ja ihr Freund anscheinend. Man hört ihn trotzdem nicht so häufig in den folgenden Hörspielen. Aber beim Geburtstag kommt er auf jeden Fall vorbei. Und sie kriegt auch einen Kuss. Sie kriegt sogar einen Kuss von ihm. Wie wahnsinnig. Zum Geburtstag. Ja? Mhm. Ja, das ist das Geburtstagsgeschenk von Joachim. Ja, aber ist das nicht komisch irgendwie? Das ist doch nicht Freundschaft. Ja, aber gut, sie ist 12. Auch, also, dass sie sich so lange, die gucken sich doch so wahnsinnig lange auch an, wenn hinterher beim Umzug. Das endet so, dass die beiden sich ganz lange angucken. Ja, das stimmt. Das ist doch auch keine Freundschaft dann. Aber Bibi hat es ja irgendwann geschafft, jemand Neues zu finden, wie wir ja schon vorhin besprochen haben. Aber du hast schon recht. Okay. Aber irgendwie muss man da ja auch rauskommen aus der Nummer. Und es soll ja auch ein schönes Ende geben. Und ich finde, ein Happy End hat die Folge nun wirklich mit den beiden. Ja, das stimmt. Kommen wir zum Charakter der Folge. Mhm. Was ist denn dein Lieblingscharakter dieser Folge? Also ich muss sagen, dass mein Lieblingscharakter der Folge der Joachim ist. Er ist zwar am Anfang sehr unsympathisch und ist das Ziel von Bibi und kann nicht so recht umgehen mit dem ganzen Kontakt, den Bibi ihm quasi aufzwängt. Jedoch, wie wir vorhin schon gesehen haben, hat er zumindest schon die richtigen Ansichten, in Anführungsstrichen. Es kommt halt aufs Gefühl an und nicht aufs Äußere. Mhm. Das finde ich schon relativ gut und clever für einen wahrscheinlich 14-Jährigen. Und man kann wieder bemühen, ohne Joachim wäre die Folge nicht das, was sie ist, denn er ist nun mal die Hauptperson in der Folge. Ja. Er ist ein frecher Typ und so, aber ich finde ihn einfach dann doch irgendwie am Ende sympathisch und er lässt sich bereitwillig auch beim Umzug helfen, sagt aber auch nochmal, dass er nicht nur Bibis Freund ist, weil sie hexen kann, sondern weil er sie wirklich nett findet. Das ist schon, kommt von Herzen und finde ich sehr sympathisch. Ich glaube, mein Charakter dieser Folge ist Bernhard Blocksberg. Aha. Einfach, weil er diese ganze Geschichte mit seinen interessanten Sprüchen sehr auflockert. Mhm. Also mir gefällt diese teilweise etwas unbeholfene, trockene Art und Weise, wie er mit der ganzen Sache umgeht und wie er auch irgendwie mit Bibi umgeht und was er für kleine Witze und Gags da mit reinbringt. Deswegen, also magst du ihn doch auch, den Bernhard? Vielleicht mag ich den Bernhard einfach auch ein bisschen lieber als den Joachim. Ja, Bernhard ist auch einfach ein guter Typ. Und er muss auch viel ertragen, ne? Das hören wir auch immer in jeder Folge mit seinen beiden Hexen. Immer wieder, ja. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt, dass er selber sagt, ich wurde vielleicht selber verzaubert. Richtig. Dass ich mich in dich verliebt habe, Barbara. Ja. Der Hexspruch der Woche, Britta. Hast du dir einen rausgesucht? Benni, ich habe leider keinen vorbereitet. Ah, da muss ich aushelfen. Ja, ein Glück. Ich habe nämlich einen. Und zwar ist das der Hexspruch, mit dem Bibi schlussendlich Joachim zwingt, in ihn verliebt zu sein. Okay. Den sie dreimal Richtung Süden spricht. Ene mene Liebesschwüre dringen jetzt durch jede Türe. Sei verliebt jetzt. 1, 2, 3. Joachim, du bist nicht mehr frei. Hex, Hex. Da,
den kann man sich wirklich mal genauer angucken. Du bist nicht mehr frei. Joachim, du bist nicht mehr frei. Ja, ist nicht das, was Liebe ist. Man ist nicht mehr frei. Ist man dann nicht mehr frei? Oder hat man eigentlich noch ein bisschen mehr dazugewonnen in seinem Leben? Ist halt die Frage. Also Bibi ist ja auch irgendwie nicht mehr frei in ihrem Handeln, weil sie sich ja so zu ihm hingezogen fühlt, dass sie sich quasi gezwungen sieht, zu solchen Mitteln zu greifen. Ja, das steht schon ein bisschen aber dafür. Der Spruch ist schon krass. Du er ist schon nicht ziemlich mehr krass. Frei, so als ob man jemanden gefangen nimmt. Ja. Aber Bibi ist sich nicht dessen bewusst, dass das einfach keine gute Idee ist, jemanden dazu zu zwingen, wie wir auch lernen werden. Joachim sagt auch als er seine Schwüre aufsagt, als er verhext ist, ich fühle mich magisch zu dir angezogen. Er hat auf jeden Fall recht. Er ist magisch angezogen. Ist er ja auch. Ja. Das ist also der Hexspruch der Woche. Abschließend natürlich noch die Bewertung der Folge in Hexenbesen. Oh ja. Ich bin ganz gespannt, wie du die Folge fandest. Ja, ich würde mal anfangen. Vielleicht kann man das im Vergleich auch zur letzten Folge sehen, zum Bürgermeister, zu Halt dem Bürgermeister. Mhm. Da habe ich 7 Hexenbesen gegeben. Das war sehr... Overrated. Ein bisschen overrated. Ich finde, das ist gar nicht so eine tolle Folge. Aber, also die Handlung an sich ist gut. Ich finde aber diesen ganzen Nachspann, diese letzten 15 Minuten, wirklich langweilig. Also es hätte einfach aufhören können mit, wo Blocksbergs und Joachim am Tisch sitzen und noch ein bisschen erzählen und sich Bibi und Joachim zum Eisessen verabreden. Da hätte, finde ich, die Geschichte aufhören müssen. Dann wäre das eine knackige, gute Geschichte gewesen, die bestimmt 8 Hexenbesen bekommen hätte von 10. Aber dadurch, dass am Ende dann noch das Eisessen kommt, dann erzählt Joachim noch, dass er umzieht, dann hilft Bibi wirklich endlos lange noch beim Umzug und hext da, es wird jedes Möbelstück einzeln aufgezählt, dass Bibi dann noch aus der Wohnung in die neue Wohnung hext und das zieht sich wie Kaugummi am Ende. Deswegen 6 von 10 Hexenbesen. Okay, ich sehe das grundsätzlich ähnlich wie du. Der Part am Ende ist schon ziemlich langgezogen, wo Bibi dann noch mit dem Eis essen geht und sie umziehen und so weiter. Jedoch wird ja auch noch so ein bisschen die Freundschaft dann weitererzählt, dass man dann vielleicht sieht, okay, es klappt vielleicht doch mit einer Freundschaft, auch wenn du glaubst, sie ist noch heimlich verliebt und will es nicht zugeben. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie eigentlich noch heimlich verliebt ist. Genau, aber trotzdem ist das natürlich ein schöner Teil. Von der Erzählstruktur ist es schon recht komisch allerdings, weil der Höhepunkt der Folge ist ja quasi erreicht, als quasi die Eltern Bibi retten vor Joachim. Da hat man den Höhepunkt hinter sich danach. Es gibt ein schönes Happy End, es wird besprochen mit den beiden, was denn eigentlich Liebe ist und so weiter. Die beiden verstehen sich auch wieder gut. Joachim ist nicht sauer. Sie haben eine neue Freundschaft gefunden. Da wäre es eigentlich genug gewesen mit der Folge. Ich habe noch gedacht, ja, also man könnte noch das Eis essen, könnte man auch noch rechtfertigen, weil, weil Bibi ja am Anfang so traurig ist, weil Boris weg ist und Julia weggezogen ist. Und dann wird der Bogen ein bisschen gespannt, okay, und jetzt fährt auch noch Joachim weg oder zieht weg. Und aber dass es dann halt doch glücklich ist, dass er nicht so weit wegzieht. Okay, aber dann noch der Umzug, nee, das ist ein bisschen too much. Dennoch finde ich die Lehre der Episode und das an die Zielgruppe, die es sich eigentlich richtet und vielleicht sogar an die Erwachsenenhörer auch, ist es ja schön zu hören, was so passiert und dass nicht alles schlecht ist und dass man auch aus Verliebtheit auch Freundschaft werden lassen kann. Von daher finde ich die Message in der Geschichte schon recht schön und würde sie nicht ganz so negativ sehen. Ich bin wieder bei 7 Hexenbesen und finde da das Mittelmaß. Das war's dann auch schon mit der 3. Folge von Inside Neustadt. Wir freuen uns auf nächste Woche mit euch. Wir freuen uns über Feedback auf Social Media, auf Instagram unter inside_neustadt. Genau, folgt uns da gerne und sagt uns auch wieder, was ihr für eine Folge gerne besprochen haben möchtet. Und wir werden uns dann schnellstmöglich drum kümmern. Also bis zum nächsten Mal bei Inside Neustadt. Tschüss und Hex Hex.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Inside Neustadt, dem Bibi Blocksberg-Podcast. Wir freuen uns auch heute wieder mit euch eine Bibi Blocksberg-Folge zu kommentieren und zu besprechen. Frisch aus Neustadt angereist sitzt neben mir Benny. Hi Britta, ja, schön wieder hier zu sein. Wir haben euch ja diesmal die Wahl gelassen auf Instagram, inside-neustadt. Wer noch nicht uns folgt, gerne jetzt folgen. Und ihr konntet wählen zwischen der Folge Bibi reist in den Orient oder Bibi hat Geburtstag. Genau, und das Ergebnis war recht deutlich. Mit 66%, glaube ich, hat Bibi hat Geburtstag gewonnen. Folge 12, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aus dem Jahr 1983. Und deswegen möchten wir diese Folge heute mit euch besprechen. Auch in einigen Nachrichten wurde deutlich, dass sehr viele diese Folge als Lieblingsfolge sogar haben. Und dann schauen wir mal, was die Folge alles hergibt. Ja, vielleicht starten wir mal mit einer kurzen Zusammenfassung. Gute Idee. Alles beginnt im Hause der Blocksbergs in Neustadt. Bibi telefoniert ganz aufgeregt, ruft ihre Freundin an, um sie zu ihrem Geburtstag, zu ihrem 13. Geburtstag am nächsten Tag einzuladen. Endlich 13. Und feiert Bibi so eine langweilige Party mit ihren Verwandten, mit Kaffee und Kuchen? Natürlich nicht. Sie ist ja kein Baby mehr. Richtig. Sie macht eine richtige Fete mit Musik und so. Und dazu lädt sie die Freunde ein. Genau, ist vor dem Eintreffen der Freunde natürlich auch sehr nervös, wie wir lernen werden. Am Tag ihres Geburtstags ist sie morgen sehr nervös in der Schule. Und hat auch ein bisschen Sorge, ob alle Freunde kommen, fragt nochmal nach in der Schule, aber sagen ja, na klar, wir kommen. Fährt dann nach Hause, die Eltern sind außer Haus für die Party, das heißt, sie hat die ganze Wohnung für sich alleine. Beste Voraussetzung. Und sie bereitet alles vor und wartet auf die Gäste, dass die Party steigen kann. Ja, richtig pünktlich, typisch deutsch, treffen alle Gäste um 3 Uhr ein. Und es gibt eine wilde Party im Haus Blocksberg. Es kommen sogar noch viel mehr Leute als erwartet. Ein paar Leute haben einfach noch jemanden mitgebracht oder auch jemanden, den man einfach gar nicht kennt, hat gehört, dass Geburtstag gefeiert wird. Und die Bude bei den Blocksbergs ist recht schnell voll. Es wird gegessen, gefeiert, es wird hippe Musik gehört und dazu getanzt. Es geht so sehr ab, dass sogar der Hausmeister vorbeikommt und sich beschwert. Der Hausmeister stört sich ziemlich an der fetzigen Musik. Er kann nicht mehr in Ruhe seine Zeitung lesen und fordert den sofortigen Abbruch der Party, dass er wieder seine Ruhe hat in dem Haus. Natürlich lässt Bibi sich das nicht gefallen und es ist natürlich eine echte Notsituation. Sie hext den Hausmeister klein. Genau, der Hausmeister ist auch wieder 13 und feiert dann mit bei dem Geburtstag. Doch auch seine Frau vermisst den Hausmeister irgendwann. Frau Schulze kommt auch vorbei, stört sich auch sehr an der Party, aber wird einfach kurzerhand auch wieder zum Mädchen verhext und ist beim Geburtstag dann auch dabei. Genau, die feiern dann fleißig mit. Dann wird es langsam dunkel. Bibi ahnt schon, dass die Eltern bald nach Hause kommen müssen. Ja, aber wir haben eine wichtige Sache vergessen, denn die Möbel, ja, natürlich. Also ein wichtiger Teil der Geschichte, es sind so viele Leute da, dass irgendwann kein Platz mehr in der Wohnung ist und Bibi kommt auf die grandiose Idee, die Möbel einfach rauszuhexen. Genau, es steht ein bisschen zur Wahl, ob Gäste gehen müssen, ja, aber wie gesagt, natürlich gehen keine Gäste, sondern die Möbel müssen raus. Genau, die Möbel werden vor das Haus verbannt, damit ungestört weitergefeiert werden kann. Ja, und jetzt kommen nämlich die Eltern Blocksberg nach Hause, sind zunächst erstmal nicht so freudig darüber, was da für eine Party im Gange ist, wundern sich dann aber, wo sind die Möbel? Genau, sie stellen auch fest, dass wohl die Hausmeister-Leute mit den Kindern unter einer Decke stecken. Da gibt es dann noch einen kleinen Eklat. Ehestreit, genau, könnte man das dann nennen. Ehestreit aus. Doch dann stehen die Möbel tatsächlich im Mittelpunkt und die Möbel stehen leider nicht mehr vor dem Haus, denn es ist Sperrmülltag. Es ist Sperrmülltag, nicht nur Babys Geburtstag, sondern auch Sperrmülltag. Ja. Und leider werden in Neustadt scheinbar der Sperrmüll nachmittags abgeholt. Genau. Der Sperrmüll, also die Möbel der Blocksbergs, sind weg. Die Freunde nutzen die Gunst der Stunde und hauen erstmal ab. Verkrümeln sich, sagen, die gehen jetzt besser. Verlassen den Geburtstag. Bernhard kann herausfinden, wo die Möbel sind. Ruft kurzerhand bei der Müllabfuhr an, findet heraus, wo die Möbel sind. Und die Blocksbergs liegen auf dem Besen zur Müllhalde. Dort treffen sie zwei
betrunkene Müllmänner, sagen wir es, wie es ist. Lallende, betrunkene Müllmänner. Treffen sie auf der Müllhalde an, aber am Ende ist alles gut. Die Blocksbergs bekommen ihre Möbel zurück. Bernhard muss sie noch ein bisschen bestechen, die Müllmänner, aber dann geht's. Da reden wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber, das ist ein interessanter Punkt. Genau, eine gute Lehre, kann man schon mal vorwegnehmen. Ja. Blocksbergs fliegen auf den Hexenbesen zurück. Die Folge hat ein gutes Ende, ein Happy End. Blocksbergs haben ihre Möbel zurück. Bibi bekommt noch ihr Geburtstagsgeschenk, ein Kassettenrekorder. Früher hat man noch Kassetten gehört, tatsächlich. Alle sind todmüde und freuen sich. Selbst der Erzähler möchte einfach nur noch ins Bett nach der wilden Party. Gehen alle schlafen und sind fröhlich. Genau, das ist so die Geschichte, grob die Geschichte von Bibi hat Geburtstag zusammengefasst. Wir schauen uns jetzt mal einzelne interessante Sachen aus der Folge an. Und da würde ich dich gerne fragen, was hast du da mitgebracht, Britta? Worüber sprechen wir? Also ich würde super gerne über Bibis Alter sprechen. Mhm. Also wie alt wird sie? Wie alt wird sie nochmal, Benni? 13. 13. So gut wie 13 ist sie am Tag vorher. Ja, der Erzähler sagt, ein wunderschönes Alter. Mhm. Die Welt gehört einem, man ist in der Blüte des Lebens. Fast erwachsen eigentlich. Genau, das sagt Barbara sagt nämlich dann zu Bibi, ja, du bist ja jetzt auch schon fast erwachsen. Und Bibi stimmt zu, sagt, ja, ich könnte eigentlich auch ausziehen. Genau, und was sagt Barbara? Ja, natürlich. Ich habe zwar gerade erst meinen Sohn abgegeben, aber wäre schön, wenn du auch noch abhauen würdest. Genau, aber Bibi sagt dann, ja, nee, ich bitte möchte ja auch irgendwie ein bisschen, noch ein bisschen kuscheln und meine Kindheit bei euch genießen. Ich habe mich gefragt, 13, was darf man denn so mit 13? Ja, warum ist 13 so ein tolles Alter? Ja, warum ist so ein 13 so ein tolles Alter? Was kann man mit 13? Ich habe mal nachgeguckt, Benni, was darf man mit 13 eigentlich alles machen? Und es ist nicht so viel. Okay, erzähl mal. Also man darf natürlich noch immer keinen Alkohol, keine Zigaretten kaufen, das steht im Gesetz. Auch in den 80ern schon? Auch in den 80ern noch nicht. Mit 13 darf man nicht ohne Begleitung nach 20 Uhr ins Kino. Man darf Gaststätten nur zwischen 5 und 23 Uhr besuchen. Und es ist ganz interessant, auch nur zur Einnahme einer Speise oder eines Getränks. Ist das wirklich so? Das steht so da drin, okay. Ja. Tanzveranstaltungen dürfen nur bis 22 Uhr besucht werden. Okay. Und auch nur dann, wenn sie von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe geführt werden oder der Brauchtumspflege dienen. Also man darf nicht wirklich was mit 13. Deswegen finde ich es ein bisschen übertrieben zu sagen, die Welt gehört einem. Man ist freudig auf die Zukunft, das sicherlich. Aber ich glaube, da gibt es Alter, zum Beispiel 18. Zum Beispiel 14, wo man strafmündig wird. Genau. Ich glaube, das wäre schon auch ein interessantes Alter. Wo irgendwie sich ein bisschen mehr ändert als mit 13. Und warum wird Bibi denn 13? Was glauben wir denn? Warum wird sie nicht 14? Wäre das schon zu alt? Sie ist ja 12. Genau, aber ich frage mich aus Autorensicht, warum hat man sich dafür entschieden? Ich finde, die 13 ist natürlich schon eine sehr hexische Zahl. Ja, ne? Das ist der Punkt. Wobei ich mich dann ein bisschen geärgert habe, als ich jetzt nochmal genauer hingeguckt habe, warum man nicht den 13. Geburtstag in Folge 13 gelegt hat. Ah, okay. Ja, knapp vorbei. Und das ist jetzt Folge 12, das ist irgendwie ein bisschen unglücklich gelaufen, finde ich. Ja, aber schön, dass dir das auffällt. Ja. Was hast du denn noch für einen Punkt? Ja, ich würde wie immer gerne über Bernhard sprechen. okay. Bernhard zeigt in dieser Folge sehr viele Verhaltensauffälligkeiten, möchte ich es mal nennen. Ja, stimme ich dir zu. Also er spielt wirklich alle Tasten auf dem Klavier, von sehr besorgt bis super streng und fast handgreiflich. Und auch aber zwischendrin richtig cool. Ja, und aber auch am Ende natürlich liebenswürdig. Ja, also wir haben Bernhard in sehr vielen Facetten dabei. Zunächst mal am Anfang ist er eigentlich noch der coole Dad, der sagt, ja, ich möchte ja gar nicht dabei sein, wenn meine Tochter hier die Wohnung auseinander nimmt. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich lässig. Er hat auch Essen und Trinken eingekauft. Ja, und total nett auch. Genau, ist ja einfach cool und lässig. Mhm. Als er allerdings feststellt, wie der Geburtstag dann gelaufen ist und dass die Ankündigung, dass die Wohnung wirklich auseinandergenommen wird, zugetroffen hat, wird er ziemlich böse. Und man kann sich fragen, warum wird das in die Folge aufgenommen, dass er Bibi mit Schlägen droht? Ich muss auch sagen, ich erkenne Bernhard an der Stelle nicht mehr wieder. Das ist nicht unser Bernhard, den wir so gerne haben. Auf jeden Fall. Ja, man muss sagen, beide Eltern reagieren in meinen Augen sehr cholerisch auf die Party. Ja. Also die haben da jetzt ja keine illegalen Substanzen zu sich genommen und nicht mal Alkohol getrunken. Ja, es ist einfach nur eine kleine Party mit zu lauter Musik. Ja. Und dafür fällt Barbara fast in Ohnmacht. Ja.
Bernhard droht Bibi mit Schlägen. Er sagt, er ist eigentlich gegen Schläge. Ich bin gegen Schläge. Was in meinen Augen aber nicht heißt, dass er noch nicht, dass ihm noch nie die Hand ausgerutscht ist. Ja, eigentlich bin ich gegen Schläge, ja. Aber ich hätte nicht übel Lust, dir den Po zu versohlen, sagt er. Ja. Gut, dass Joachim da ist, unser guter alter Joachim. Der sagt, das dürfen Sie gar nicht, Herr Blocksberg. Ich würde da gerne noch kurz einhaken. Ich habe auch kurz nachgeguckt, ab wann man Kinder nicht mehr schlagen darf. Oh ja. Und tatsächlich ist das im Gesetz geschrieben, dass man erst seit 2000 seine Kinder nicht mehr zur offiziell schlagen darf. Also es war da vorher schon gesellschaftlich sehr verachtet und auch pädagogisch und erzieherisch. Aber erst seit dem Jahr 2000 Wahnsinn. Ist es im Gesetz verankert, dass keine Strafschläge mehr zu Hause verteilt werden dürfen. Ja. Ich frage mich trotzdem, warum, also ich meine, es ist 1983, aber warum wird das unbedingt aufgenommen als Plotpunkt? Muss das sein, dass das passiert? Also warum wird damit Schlägen? Und das passt einfach auch nicht es zu Bernhard, wie wir schon gesagt haben. Das passt auch nicht zu Bernhard, das finde ich auch. Er beruhigt sich auch irgendwann. Allerdings ruft er bei der Müllkippe an, bei der Mülldeponie. Und ich sag mal so, wenn man so irgendwo anruft, ob einem dann wirklich schnell geholfen wird, ich warte immer noch. Und er ist gerade 20 Sekunden am Telefon. Ja. Noch nicht mal 20 Sekunden. Ich finde ihn auch äußerst unfreundlich. Ich weiß auch nicht, ob das so das richtige Vorbild ist, wie man bei, weiß ich nicht, öffentlichen Ämtern oder Stellen in der Stadt anruft. Weil, wie wir alle wissen, man ist manchmal sauer und das ist meistens auch was schiefgelaufen, aber man kommt mit so einem Ton selten weiter. Ich finde, die sind schon sehr freundlich. Ist ja schon mal gut, dass überhaupt wahrscheinlich wird es nach 18 Uhr sein. Dass da jemand rangeht. Dass überhaupt jemand rangeht. Darüber kann man sich schon freuen. Ja, aber das verdeutlicht uns nochmal, wie schlimm es wirklich mit den Möbeln ist und wie ernst es Bernhard ist. Allerdings, ich bin noch nicht fertig mit seinen Verhaltensauffälligkeiten. Okay. Ich wollte gerade schon weitermachen. Ja, es geht dann ums Fliegen, denn die Blocksbergs wollen ja fliegen zur Müllkippe. Auf einmal ist Bernhard total ängstlich und hat Angst vorm Fliegen. Ja. Also auch wieder Verhalten zack geändert, beziehungsweise seine Reaktion. Finde ich ziemlich interessant. Ich glaube, er ruft auch so nach Hilfe auf den und er verliert seinen Schuh. Ja, stimmt. Wie verliert er seinen Schuh? Hat er irgendwie, weiß nicht. Vielleicht hat er nur so Slipper, er ist im Anzug. Bibi erwähnt vorher, er ist im Anzug. Der Erzähler sagt es, glaube ich, dass Bernhard lustig aussieht in seinem Anzug. Ja. Verliert dann trotzdem den Schuh. Am Ende ist Bernhard dann doch wieder cool bei den Müllmännern. Abgezockt, ne? Genau. Einfach, er lügt sie frech an und sagt, die Möbel standen draußen, weil gestrichen wurde und Bernhard ihn mit ein paar Freunden aus dem Hochhaus natürlich 20 Stockwerke runtergetragen hat. Genau. Ganz, ganz witzig ist noch, er sagt, das Kind hat eine große Fantasie und die Müllmänner fragen ihn dann, ja, ist das ihre Tochter? Jo. Und dann sagt Bernhard so, ja, leider. Wahnsinn, gute Antwort. Und Barbara sagt, Bernhard. Ja, aber 2 Minuten später hast du es auch wieder vergessen und er hat seine Tochter wieder lieb. Ja, Bernhard hat wirklich in dieser Folge viel mitgemacht und zeigt sehr viele Facetten von sich. Fand ich sehr interessant. Ja, also die Bestechung finde ich, da würde ich gerne nochmal kurz nachhaken. Mhm. Wenn ich Ihnen diesen kleinen Schein anbiete, was denkst du, wie viel Mark würde Bernhard den Müllmännern zugesteckt haben? Also ich meine, Blocksbergs haben nicht so viel Geld. Ne? Die Möbel sind noch nicht mal bezahlt, wird mehrmals erwähnt. Ja, stimmt. Wie viel Mark gibt man da? Musst du schon... 50er musst du geben. Das sind 2 Personen. Ja, die müssen das ist ja Markgerecht. Wir denken jetzt in Euro. Also 100 Mark? Ja. Die sind klein. Ich meine, aber damals waren auch 50 Mark so viel wert, wie 50 Euro heute wert sind. Tippe ich jetzt mal. Ja, wahrscheinlich. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich denke mal, dass ja so ein Fuffi gab es, glaube ich. Für die beiden. Bestimmt. Ich glaube, das ist so der gängige Schein, der da über die Theke geschoben wurde. Wie hießen die Müllmänner? Der eine hieß Otto. Der eine hieß Otto. Der wird, glaube ich, nicht namentlich genannt. Okay. Der andere Müllmann. Schade. Was haben wir noch auf der Liste? Ich habe noch ganz viel. Du auch, glaube ich. Ne? Ja, ich habe auch noch ganz viel. Die Organisation der Party. Mhm. Und zwar, Bernhard bringt seiner Tochter ein paar Lebensmittel mit für die Party. Und da merkt man schon, okay, der hat Ahnung, was man auf so einer Party braucht. Ja. Der bringt mit Brot, Limo, Käse, Butter, ein bisschen Aufschnitt und Knabberstangen. Ja. Das ist wirklich eine solide Grundlage für ein gutes Buffet auf einer Party. Mehr braucht man nicht. Dann wird es ein bisschen komisch, weil Moni erzählt dann in der Schule, meine Mutter gibt mir noch einen Kranz Leberwurst und einen Topf Apfelschmalz. Ja, Schmalz ist bei den Blocksbergs auch immer ein Thema irgendwie, ne? Auch bei der Bürgermeisterfolge hatten wir das auch schon mal. Da dachte ich schon so, ich weiß nicht, ob das so ein zu so einer coolen Party, zu einem coolen Geburtstagsbuffet passt. Weiß ich nicht so richtig. Und das Buffet ist ja nachher auch leergefegt. Mhm.
Oh, dann wird nochmal nachgeordert. Und da musste ich auch schon wieder an den Bürgermeister denken, der bei dem polynesischen Buffet so zugeschlagen hat. Bibi Hex kurzhand 1000 Würstchen. Ja. Warum nicht? Sagen wir, es sind 30, sagen wir, vielleicht sind 50 Leute auf dieser Party. Das heißt, jeder kann 20 Würstchen essen. Ja. Warum nicht? Hm. Dazu gibt es ja noch 10 Tuben Senf sowieso. Es gibt noch einen Schweinebraten, klar, weil die Würstchen reichen ja nicht. Apfelsinen. Und Honig? Ja. Was für eine Sauerei. Also wenn, aber auch wenn, Bauchschmerzen auch wieder vorprogrammiert eigentlich, oder? Ja, aber wenn Bibi ein bisschen Party erfahren gewesen wäre, wüsste sie, Honig, klebrige Sachen auf Partys sind nie eine gute Idee. Ja, stimmt. Aber es ist auch ihre erste Party, kann man ihr verzeihen. Ja. Aber tatsächlich, die Apfelsinen, weiß nicht, ein bisschen Vitamin C zum Fleisch noch, oder? Ja, aber sollen dann alle irgendwie Apfelsinen poolen auf der Party? Das ist irgendwie, ja, ich mein, also die tanzen doch und dann hast du noch so, und jeder tanzt mit so einer Apfelsine und pellt die dabei. Und was mir dazu gerade noch einfällt, der Hexspruch, der ist ziemlich lang. Ah, ja, das, also wir kennen Folgen, auf die Folge werden wir bestimmt auch irgendwann nochmal kommen, wo Bibi nach solchen Hexsprüchen ziemlich erschöpft ist. Auch kein stringentes Mittel im Blocksberg-Universum. Ja, das könnt ihr euch schon mal merken. Ein Siebenfach-Hexspruch. Siebenfach war es? Ein Siebenfach-Hexspruch. Wow. Ja, und ich glaube, ein Fünffach wurde ihr schon mal zum Verhängnis. Ja. Da kommen wir dann vielleicht auch irgendwann mal zu. Kommen wir nochmal drauf. Die Anzahl der Gäste. Mhm. Also Bibi lädt ohne Ende Gäste ein. Ja. Obwohl, das muss ich kurz einwerfen, sie eigentlich gar nicht so viele Freunde hat. Ja. Zumindest vor ein paar Folgen war es noch so. Das war, glaube ich, in Folge 9. Mhm. Das ist 3 Folgen her. Vielleicht hat Bibi mittlerweile richtig viele Freunde. Oder der Kontakt zu Joachim hat ihr einige Türen geöffnet. Oder so. Ja, vielleicht ist der Joachim ein richtig beliebter Typ. Ja. Ich meine, auch in der Folge ist Joachim wieder ein cooler Dude. Das kann man auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Der ist natürlich schon der Coolste auf der Party. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, stimmt. Der hat ja auch ein bisschen Party-Erfahrung. Und trotzdem keinen Alkohol mitgebracht. Also auch sehr vernünftig weiterhin. Ja, mit 13. Er ist ja 2 Jahre älter. Er ist schon 15. Er ist schon im schwierigen Alter. Ja, stimmt. Die Anzahl der Gäste. Und zwar lädt Bibi ununterbrochen Freunde ein mit dem Telefon. Sie blockiert das Telefon. Damals hatte man nur eine Leitung. Wow, auch eine schöne Erinnerung. Ich weiß nicht, wer es noch und kennt. Und jetzt, ich würde überlegen, dass die Party nachher so eskaliert, ob man nicht Bernhard und Barbara da eine gewisse Mitschuld geben sollte. Okay, denn jetzt bin ich gespannt. Barbara sagt schon ganz am Anfang, Bibi, wo sollen wir denn die ganzen Leute alle hintun? Mhm. Bernhard sagt, wir gucken uns doch nicht an, wie ein Haufen Wilder die Wohnung zertrümmern. Und dann denke ich mir, ja, die ahnen das doch. Wieso lassen die den Bibi in das offene Messer laufen, dass viel zu viele Gäste auf der Party sind? Ja, aber für einige Gäste kann Bibi ja auch nichts, ne? So Charaktere wie Moni, die einfach mal anscheinend überall rum erzählt, dass Bibi Geburtstag hat und sagt, ja, es können alle kommen. Ich meine, das ist nicht Bibi zuzuschreiben. Sie hat schon viel zu viele, ich glaube, ob der Klausi wirklich hätte kommen müssen, von dem habe ich noch nie gehört. Was ist mit Joscha? War Joscha schon mal irgendwie Thema? Es scheint ein sehr intimer Freund zu sein. Ja, es ist aber, bestimmt. Okay. Fällt mir jetzt gerade nichts Konkretes ein, aber okay, der war aber bestimmt schon mal Klausi Thema. Und Claudi und die hätten auch, weiß ich nicht, ob die hätten alle sein müssen, aber okay. Bibi wollte halt eine große Party, kann man ihr auch nicht verübeln. Nein, aber trotzdem, ich finde, die Blocksberg-Eltern, den sparen schon was, dass das ausartet, zu viele Gäste, ja. Dass es ausarten wird. Und ich finde, es wird auch ein bisschen wieder deutlich an der Stelle, wo die beiden nach Hause kommen, die Party im Gange ist. Denn die machen die Tür auf und eigentlich, also es gab gar keinen Moment, die Situation zu erfassen. Und es wird schon rumgeschimpft. Ja, das stimmt. Es wird schon geschimpft. Die saßen schon im Auto und haben sich gedacht, ja, was ist denn hier los? Hier sieht es aus wie im Irrenhaus. Das wirkt so ein bisschen so, als hätten sie absichtlich in diese Situation haben reinlaufen lassen, um dann nachher ein großes Donnerwetter loszujagen. Ja, das ist ziemlich kurios. Organisation der Party, da zählt natürlich auch das Outfit, was Bibi sich gewählt hat. Sie ist kurz bevor die Party losgeht, ist sie ziemlich unzufrieden mit ihrem Outfit. Sie findet, dass sie nicht gut aussehen. Sie hätte sich die Haare nochmal waschen sollen oder nochmal kämmen sollen. Und denkt dann, ich sehe irgendwie so wüst aus, ein bisschen hexisch. Und dann fällt ihr ein, ich ziehe mir mal mein Hexenkleid an. Und dann macht sie sich noch Ringe unter die Augen, glaube ich, mit einem Kajalstift und malt sie noch Herzen auf die Wange. Und das wird von keinen Freunden kommentiert. Das ist richtig gut. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Es ist einfach niemand. Sag mal, ach, Bibi, du siehst ja interessant aus. Ja, genau. Ne? Aber, einfach hingenommen. Genau, aber als die Eltern dann nach Hause kommen, sagen beide, stimmt. Wie siehst du eigentlich aus? Ja.
Und dann frage ich mich, ja, aber Bibi, was hat die denn sonst an? Die hat ja sonst immer nur dieses grüne T-Shirt. Dieses grüne T-Shirt und weißen Schlüpper. Diese Unterhose an, diese etwas länger geschnittene ja. mit der Spitze unten. Ich weiß nicht, ich finde eigentlich dieses Hexenkleid, das ist ja auch auf dem Cover von der Folge drauf und man kann sich das, finde ich, auch relativ gut vorstellen. Sieht sie angezogener damit aus als mit diesem T-Shirt. Ja. Das lässt deswegen nicht so tief blicken. Weiß ich nicht, ob ich da, ich würde dem halt nicht zustimmen und dieses, wie siehst du denn aus? Also ist ja jetzt nicht so, als hätte sie sich wieder so 16 gehext und verboten und sieht verboten aber aus. Barbara und Bernhard waren einfach überfordert und haben alles rausgepustet. Hysterisch, hysterisch waren sie tatsächlich. Wie du sagtest. Ja, und natürlich zu einer guten Party gehört auch gute Musik. Mhm. Ja, die ging in die Beine, glaube ich. Da bin ich bin mir nicht so sicher, wie ich die Musik finden soll. Also Moni findet die überragend. Ja, das geht in die Beine. Ja, klar. Die tanzt direkt. Alleine. Was ist das für ein Genre? Fällt das schon unter elektronische Musik? Ja, ich glaube, das fällt unter GEMA-freie Musik, die in einem Hörspiel verwendet werden darf, die mal kurz noch reingehauen wurde. Wahrscheinlich. Die ist aber auch, läuft immer die ganze Zeit auch im Hintergrund, auch wenn der Erzähler erzählt. Teilweise geht die auch so einfach so hoch, ne? Ding, ding, ding. Das ist so, also man groovt schon ein bisschen muss man sagen. Mir gefällt's. Von der Kassette. Ist schon ganz stimmt. Witzig. Ja, auch einfach ein guter Punkt, ne? Kassettenrekorder. CD war, glaube ich, noch kein Thema zu der Zeit, ne? Auch Bibis Geburtstagsgeschenk am Ende, ein Kassettenrekorder. Ja. Da freut sie sich sehr drüber. Ja, denn sie benutzt immer den von ihrem Vater. Ja, der aber zum Glück nicht kaputt gegangen ist. Das hat Bernhard dann wieder nicht erwähnt. Ein Glück. Organisation der Party, hast du noch mehr, oder? Nee, ich habe nicht mehr zur Organisation der Party. Okay, ich würde gerne noch über die Hausmeisterleute sprechen. Herrn sehr und gerne. Frau Schulze. Zum Thema Lehren, das ist so das Erste, was mir so ein bisschen dabei aufgefallen ist. Beide sind ja als Kinder sehr schüchtern und als Erwachsene sehr, cholerisch, aggressiv. ich finde das ziemlich interessant, weil der Hausmeister Willi, ja sagt, dass er von seinem Vater auch geschlagen wird tatsächlich. Ja. Und ich glaube, daraus kann man schon auch viel ziehen, so, ne, wenn man seine Kinder selber so schlecht behandelt, werden die später irgendwann so wie ihre Eltern. Ich weiß nicht, ob das so intendiert war, aber ich finde es einfach eine interessante Beobachtung, dass der Hausmeister als Kind eigentlich ganz anders ist, wie alle Kinder natürlich, aber irgendwie auch geschlagen wurde und dann als Erwachsener auch sehr, sehr cholerisch geworden ist. Ich muss aber sagen, dass Joachim ja als Bernhard Babyschlägern droht, sehr energisch dazwischen geht und sagt, das dürfen sie nicht. Mhm. Aber als der kleine Willi erzählt, ich darf mich aber nicht schmutzig machen, sonst verhaut mein Vater mich. Da sagen alle, du machst dich ja auch nicht schmutzig, wir passen auf. Ja, ja, hau mal rein ins Buffet. Ja, und dann denke ich mir so, vielleicht man könnte dem kleinen Willi auch sagen, dein Vater darf dich nicht schlagen. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ein guter Punkt. Sehr guter Punkt. Ist also in der Folge zweimal irgendwie Thema. Schläge ist häufiger Thema. Dann Frau Schulze, müssen wir uns noch anschauen. Als sie zur Tür reinkommt, war mein erster Gedanke auch, sie ist auf jeden Fall nicht die Hellste. Sie macht verschiedene Andeutungen. Ach, du siehst ja aus wie mein Mann, so ein bisschen. Wo ist der eigentlich? Aber eins und eins zusammenzählen, das kriegt sie nicht hin. Dass das vielleicht ihr Mann ist, die weiß, ihr Mann ist zu einer Hexe gegangen, dass da irgendwas passiert sein kann. Das kriegt sie nicht so richtig hin. Und auch im Ehestreit nachher wird es deutlich. Aber bist du sicher, dass die Hausmeisterleute wissen, dass Bibi eine Hexe ist? Ich denke schon. Weil, das sind ja neue Hausmeister, Leute. Das ist Leute. Der neue Hausmeister. Das stimmt. Das ist nicht der Hausmeister, der Bibi so irgendwie nervig, also anstrengend findet, aber total gerne hat. Das sind neue Hausmeister, Leute. Ja, vielleicht hast du recht. Okay, dann nehme ich das zurück. Ich glaube, sie weiß das noch. Also die wissen das beide nicht. Okay. Trotzdem ist sie nicht die Hellste. Da bleibe ich einfach. Und sie kann anscheinend ja nicht mal lesen, wie ihr Mann ihr irgendwann an den Kopf wirft. Interessant, wie die beiden zusammenleben. Es bricht ein wirklich großer Ehestreit aus, als die beiden wieder groß sind, nachdem sie klein gehext waren. Und es jagt ein Vorwurf den nächsten. Also erstmal, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, bevor sie klein gehext werden, sagt sie ja, wenn der wieder durch die Hintertür in die Kneipe entwischt ist, kann er was erleben. Da denkt man schon so, uiuiui, vielleicht wird Willi nicht so von seinem Vater geschlagen, häusliche Gewalt auch, sondern Frau Schulze führt da auch ein sehr strenges Regiment. Ja, das kann sein. Und nämlich dann, als sie dann wieder aus der
aus dem kleinen Hexzauber wieder herauskommen und wieder groß sind, dann sagt sie nämlich aus, komm mir nach Hause, dann werde ich dir die Leviten lesen. Und das ist nämlich das, was Herr Schulze dann aufgreift. Genau. Denn ich sage, du kannst doch gar nicht lesen. Ja, was ich interessant finde, ist auch, dass Frau Schulze, die ja Susi heißt als Kind, als Erwachsene als Hausmeisterfrau betitelt wird. Ist das automatisch so, wenn der Mann Hausmeister ist, dass die Frau auch direkt Hausmeisterfrau ist? Ich glaube, also ist das ihre Position einfach? Ich glaube, in den 80er Jahren war das so. Okay. Ja, man ist Hausmeisterfrau, wenn der Mann Hausmeister ist. Wie man Spielerfrau ist, wenn heutzutage, wie man Spielerfrau ist, wenn der Mann Fußballspieler ist. Ja, okay, das fand ich auf jeden Fall auch witzig. Ja, ich fand halt auch noch ganz, ganz witzig, dass Frau Schulze sagt, ich konnte dich nie leiden. Und Herr Schulze sagt, auf deine blauen Augen bin ich reingefallen. Ja, das stimmt. Und dann, ich frage mich, auf was für einer Grundlage besteht eigentlich diese Ehe? Und ist es nicht eher gescheitert? Und macht das Sinn, ja, Kinder in so einem Hörspiel zu transportieren, dass eine Ehe so aussehen kann? Ja, das stimmt. Und Bernhard sagt das ja auch. Bitte, sie sind kein gutes Vorbild für die Kinder. Ja, verlagern sie ihren Ehestreit in ihre Wohnung. Aber einfach auch Realität. Also das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Aber doch nicht. Aber man streitet doch nicht auf so eine Art und Weise. Ja, das stimmt. Also da würde ich mir schon mal Gedanken darüber machen, ob die Ehe nicht vielleicht am Ende ist. Ja, gut, wenn die Basis schon so schlecht ist. Aber ja, da hast du auf jeden Fall recht. Als nächstes würde ich gerne noch einmal auf das Hexen im Generellen eingehen, im großen Ganzen quasi. Denn mir hat sich eine Frage gestellt. Es ist Sperrmülltag, wie wir herausgefunden haben. Ja. Bibi hat die Möbel rausgehext und sie wurden abgeholt und sind weg. Vielleicht müssen wir noch kurz, wenn wir über das Hexen sprechen, es ist natürlich wieder Hexverbot verhängt. Ach, natürlich. Ich bin ganz klar. Also nur, dass das nochmal kurz geklärt ist, was natürlich auch wieder Bibi total egal ist, aber genau, gut. Es war Hexverbot. Mein Punkt ist der, während der Folge hext Bibi einfach Essen, wie wir ja schon festgestellt haben. Warum ist es für Bernhard und Barbara so ein großes Problem, dass die Möbel weg sind, wenn sie einfach neue hexen könnten? Sie müssen ja nicht die gleichen zurückhexen, aber sie könnten sich doch eigentlich theoretisch einfach neue Möbel hexen, die genauso aussehen. Weil, wenn man Essen hexen kann, auch als Bernhard seinen Schuh verliert, sagen sie, ja, Papi, wir hexen dir einen neuen Schuh. Ja, stimmt. So, warum sind dann ausgerechnet die Möbel das Problem? Warum sagen sie nicht, Hex, ein neues Sofa, noch einen neuen Schrank? Und warum wurden die überhaupt, warum werden die noch abbezahlt? Warum ist da Ratenzahlung, wenn ich mir eh alles hexen kann? Klar, sie möchten eine normale Familie sein. Ja, das ist halt dieses Bernhard, ich glaube, das ist immer so ein Ego-Problem von Bernhard, dass er halt in eine normale Familie sein möchte und deswegen auch dann die Möbel auf Rate zahlen möchte oder sich die Möbel normal kaufen möchte. Okay. Aber ich finde es interessant, dass du das ansprichst, weil Barbara sagt, ja, wir können die nicht herhexen, wenn wir nicht wissen, wo die Möbel sind. Aber es müssen ja nicht die gleichen sein, die können einfach neue hexen. Nein, aber selbst wenn sie ihre eigenen Möbel zurückhaben wollen, Bernhard ruft doch bei der Müllabfuhr an. Der weiß doch, wo die Möbel sind. Halde, stimmt. Bahnhofsweg. Sehr der gut. weiß, wo Sehr die Möbel sind. Es wissen nachher alle, wo die Möbel sind. Jetzt könnte man sie zurückhexen. Ja, da hast du absolut recht. Aber es wäre natürlich schon schade, wenn man nicht diesen tollen Müllmännern begegnet ja, wäre. Ja, auf die Müllmänner müssen wir nochmal eingehen. Die Müllmänner sind großartig. Ja, Otto und seinen Namen haben wir nicht aufgeschnappt. Haben wir nicht. Nee, ich glaube, der wird auch nicht genannt. Nein, der wurde auch wirklich nicht genannt, ja. Ja, also die Müllmänner, ich frage mich auch, wo die sitzen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass sie in so einem Kabuff sitzen und so auf die Müllhalde drauf gucken. Ja. Aber ich glaube, die sind eher draußen, auf oder? Den Müllberg. Was es nicht besser macht. Aber nein, die sitzen drin und... Also ich habe da kein Anklopfen gehört oder sich so. Ein. Wo haben die Blocksbergs da irgendwie angeklopft? Die oder stehen rein? Nicht draußen. Ja, klar. Ja, wir wissen auch gar nicht, welche Jahreszeit oder so ist. Ja, das stimmt. Aber es wird nachmittags schon Schnaps getrunken bei den Müllmännern. Ja, aber es ist ja, muss ja schon dunkel sein. Ja, das stimmt. Also ich stelle mir das so ein bisschen romantisch vor. Okay, dann stell dir das dass mal vor. Dass sie in so einem Häuschen sitzen und so auf den Müllberg gucken. Und dabei so einen Schnaps trinken und sich halt darüber freuen, was sie da für einen tollen Fang gemacht haben. Was die Leute heutzutage alles wegschmeißen. Ne? Den Leuten geht's zu gut. Auch schon 1983, ein sehr gern genommener Satz, den Leuten geht's einfach zu gut. Hört man auch heute immer noch gerne wieder. Aber die Müllmänner sind ja schon betrunken, sage ich jetzt mal. Also sie lallen schon ordentlich. Sie haben nachmittags angefangen zu trinken. Meinst du nicht, dass sie nachmittags noch am Fahren waren? Die Party ging ja erst um 3 Uhr los. Wann ist denn Nachmittag? Wann gab es den ersten Schnaps? Ja, früh unverantwortlich. Bestimmt. Unverantwortlich. Also, und wie heben die ganzen Sachen, wenn die so voll sind? Ich bin so ein bisschen sprachlos darüber auch, dass die überhaupt im Dienst so
trinken und dass man in so einem Kinderhörspiel so zwei betrunkene Müllmänner auftreten lässt. Ja, und ja, die einfachen Berufe kommen nicht gut weg. Ne? Der Hausmeister kommt nicht gut weg, die Müllmänner kommen nicht gut weg, die sind nur am Saufen. Ja, sie denken am Ende, sie haben sich alles eingebildet. Ja, auch, also die Wortwahl auch, also darauf heben wir einen. Und Futsch ist Futsch, ne? Zu den Möbeln. Aber die sie sich selber, das ist auch, glaube ich, auch illegal, ne? Die Möbel, die können die doch nicht einfach mit nach Hause nehmen. Wahrscheinlich ist es illegal, aber wenn man, es ist ja auch Quatsch, wenn sie die nicht nach Hause mitnehmen dürfen. Ja, aber... Ja, ich glaube, recht ist es wahrscheinlich nicht. Aber der Müllmann denkt natürlich, das finde ich ganz nett, an seine Frau und sagt, ja, meine Frau wird sich freuen über diese schönen Möbel. Da dachte ich mir, das ist ja auch ganz nett, der hat eine Frau zu Hause und will der was Gutes tun. Und was man auch sagen muss, die Lehre für die Kinder, wenn wir uns fragen, warum das in einem Kinderhörspiel stattfindet, sie sagen am Ende, ich trinke nie wieder, ich trinke nie wieder. Und ich glaube, dann merkt man am Ende schon, okay, wenn ich jetzt Zuhörer bin mit 12, so cool ist Alkohol auch nicht. Ich muss dich kurz unterbrechen. Sie sagen nicht, ich trinke nie wieder, sondern sie sagen, wir trinken nie wieder Schnaps. Hörst du nie wieder? Okay, dann habe ich da vielleicht zu früh abgeschaltet. Also, nur Schnaps. Ja, gut. Restlichen alkoholischen Bier Getränke ist ja sind, kein Alkohol. Eben, sind da ausgeschlossen. Also das ist die Lehre, die wir von den Müllmännern mitnehmen können. Alkohol ist nicht unbedingt immer super. Schnaps, ich korrigiere es nochmal. Schnaps ist nicht. Ich hoffe, dass Kinder das noch nicht so gut unterscheiden können, die das im jungen Alter hören. Aber auch Bibi, um jetzt nochmal auf unsere Hauptcharakteren einzugehen, hat ein paar Lehren parat in dieser Folge. Ich muss sagen, Bibi ist in dieser Folge äußerst sympathisch. Ja. Zum einen lädt sie natürlich sehr viele Leute ein, sie ist sehr sozial. Und auch Geschenke spielen bei ihr nicht so eine große Rolle. Ja, sie ist sehr bescheiden. Das finde ich auch einen ganz, ganz großen Pluspunkt in der Folge. Ich finde, das ist eine ganz schöne Message, die da transportiert wird. Sie freut sich über alles. Sie kriegt ein Buch über Indianer. Das lese ich sofort. Sie kriegt Schokolade. Oh, die sieht lecker aus. Sie ist sehr genügsam. Eigentlich will sie gar keine Geschenke. Auch als Geburtstagsgeschenk reicht ihr ein Kassettenrekord. Der, okay, der ist zu der Zeit wahrscheinlich auch teurer. Aber sie sagt ja auch ganz am Anfang, als sie telefoniert, Geschenke. Genau. Ach, ja, vielleicht eine Kleinigkeit. So. Das finde ich ganz bescheiden. Und die Geschenke stehen wirklich überhaupt nicht im Mittelpunkt in der ganzen Folge. Genau. Und das ist zum Beispiel heutzutage, glaube ich, eher anders. Da ist so... Der Hauptpunkt sind Geschenke bei einem Geburtstag. Ja. Und Bibi geht es halt wirklich um das soziale Zusammensein. Bibi geht es um die Party als solches und nicht um die Geschenke. Und sie schmeißt ja auch eine richtig coole Party. Also die Partygäste sagen am Ende, boah, es war eine super coole Party. Aber auch mittendrin sagt ein Geburtstagsgast, das ist die coolste Party, auf der ich je war. Ja. Gut, sie relativiert es danach noch. Ja, ist ja auch meine erste. Ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, schon eine richtig coole Party, die Bibi da schmeißt. Ja, also der Geburtstag ist... an sich ein voller Erfolg. Was mich zum Geburtstag allgemein noch gewundert hat, die haben sich ja eigentlich in der Schule alle schon gesehen. Trotzdem gratulieren alle nochmal, wenn sie kommen. Ist das so, macht man nochmal, ne? Ist jetzt nicht unüblich. Ich finde, das kann man schon nochmal machen, okay. Ja. Was mir noch einfällt, die Party ist ja sehr überlaufen und voll. Es ist kein Platz. Aber eigentlich, Britta, haben wir doch noch ein Zimmer, was leer stehen müsste. Das Kinderzimmer? Das Kinderzimmer von Boris. Ach ja, Boris ist ja weg. Ich denke mal, dass der vorher ein Zimmer gehabt hat und nicht in der Besenkammer gewohnt hat. Das Zimmer müsste eigentlich leer stehen. Also entweder sind so viele Gäste, dass das Zimmer sogar voll ist, oder es wird schon zugemauert. Keine Ahnung, Boris wurde ja schnell vergessen. Wir möchten ihn hier in diesem Podcast nicht vergessen. Nicht deswegen immer wieder, in jeder Folge möchten wir Boris gerne erinnern. Boris erinnern. Genau, hat zum Geburtstag auch nicht angerufen. Hätte man ja mal machen können als Bruder. Ja, stimmt. Ich habe mich aber auch schon gefragt, also die holen ja auch die Matratze aus dem Schlafzimmer und die holen die Matratze aus dem Kinderzimmer. Und ich dachte, das irgendwie lässt das ja so ein bisschen rückschließen, dass sie auch in den Räumen nicht sind. Weil sonst könnte man sich ja in den Räumen auch auf sie holen sogar die Matratzen aus dem Elternschlafzimmer. Ja, zwei das Stück. Fand ich, da dachte ich auch schon so, uiuiui. Ja, Barbara und Bernhard getrennte Betten. Ja, da habe ich mich halt auch gefragt, ja, so voll kann die Wohnung ja dann doch wieder auch nicht sein, ne? Aber vielleicht wollte sie einfach im Wohnzimmer feiern, wo es einfach auch am praktischsten und am besten ist. So, ich glaube, jetzt haben wir fast alle großen Themen, die wir uns vorgenommen haben, auch besprochen. Bevor wir zum Hexspruch der Folge kommen, würde ich einmal ganz kurz noch den Erzähler ansprechen. Ja. Weil ich finde, der Erzähler outet sich hier auf jeden Fall als ziemlich... ja, uncool. Ihm tun die Ohren weh. Irgendwie ist er dann nicht so richtig dabei. Ich finde, der leidet sehr viel in der Folge. Er kann das nicht so gut haben, dass da eine gute Party gefeiert wird. Ja, das stimmt. Er muss sich erstmal ein Würstchen mit Senf gönnen. Ja, am Ende ist er totmüde. Ja.
irgendwie ist der Erzähler, weiß nicht, so eine kleine Mimose. Ja, aber der geht halt sehr mit, ne? Ja, also der stimmt. Ist am Ende, wir haben wirklich auch vollkommen fertig mit den Nerven, wie alle anderen Charaktere auch. Ja. Vielleicht, weil er so krass mitgeht. Aber ja, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Der sagt ja, betont ja am Anfang nochmal, ja, ich werde alt oder ich bin alt. Da muss man in den Spiegel gucken. Alter ist auch ein so häufiges Thema, finde ich. Ja, das nochmal zu dem Erzähler. Aber jetzt kommen wir zum Hexspruch der Folge. Ja. Britta, diese Woche bist du mal dran. Ja, das hast du mir ein bisschen vorweggenommen, Benni. Das ist der Hexspruch Ene Mene Bürstchen. Wir brauchen 1000 Würstchen. Ene Mene Mempf, dazu 10 Tuben Senf. Ene Mene Mot und viel Butterbrot. Ene Mene Mat, einen Topf Eiersalat. Ene Mene Spaten, einen leckeren Schweinebraten. Einen Haufen Apfelsinen und Honig von den Bienen. So schöne Reime. Ja, ihr merkt, das ist dieser wahnsinnig lange Hexspruch. Und, er hat es wirklich verdient, der Hexspruch der Folge zu sein. Das ist mein Hexspruch der Folge, einmal weil er so lang ist, aber auch weil wir uns diesen Hexspruch gut merken müssen, weil der nämlich als Siebenfach-Hexspruch nochmal ziemlich wichtig wird in der nächsten Besprechung einer weiteren Folge. Mhm. Ja, viele wissen wahrscheinlich schon, worum es geht. Ihr ahnt etwas. Ja, auf jeden Fall ein sehr guter Hexspruch der Folge. Als nächsten Punkt auf meiner Liste hätte ich den Charakter der Folge. Ja. Wen hast du da? Ich habe zwei Charaktere. Okay, dann leg mal los, ich bin gespannt. Es sind die beiden Müllmänner. Oh, okay. Obwohl sie nur 4 Minuten on air sind. Ja, weil die natürlich, ohne die Müllmänner wäre die Geschichte ja, also mit dem Zurückkehren der Eltern vorbei, denn der Sperrmüll wäre ja nicht abgeholt worden ohne die Müllmänner. Und ich finde, dass das Ende der Geschichte, dieser zweite kleine Höhepunkt oder der große Höhepunkt der Geschichte, ist ja nun mal der Flug zu den Müllmännern und dass die Möbel weg sind. Und ich finde sie sehr amüsant. Ich fand sie schon als Kind amüsant, aber als Erwachsene, als die beiden lallenden Müllmänner da auf den Ohren zu haben, das finde ich sehr amüsant und deswegen sind sie meine Charaktere der Woche. Ja, gute Wahl. Bei mir wiederholt sich diese Woche etwas, denn ich habe den gleichen wie letzte Woche. Ja. Für mich ist wieder Joachim der Star der Folge. wie er sich für Bibi einsetzt, als Bernhard nicht direkt mit Schlägen droht, aber als das zur Debatte steht, finde ich das schon sehr mutig, gegen einen Erwachsenen so vorzugehen. Das stimmt. Sein Geschenk, er bringt Blumen mit, Bibi kriegt einen Kuss. Ja. Er ist einfach ein guter Typ, muss ich sagen. Schade, dass er nicht mehr so oft vorkommt in der ganzen Saga. Für mich auf jeden Fall wieder ein sehr guter Charakter. Auch die Stimme, ne, hatten wir auch schon mal besprochen, ist eine sehr angenehme Stimme. Ja. Deswegen ist er bei mir auch ganz weit vorne, auch wenn er selber Bibi Gewalt antut, denn er zwickt sie ja einmal, um zu beweisen, dass sie echt ist. Ja, weil ich glaube, da spielt aber auch so ein bisschen dieses, ach ja, ich mag die und wir kennen uns gut und ich möchte dir zeigen, wie vertraut wir uns sind. Vor allen Leuten. Ja, vor allen Leuten. Ja, Joachim für mich diese Woche wieder ganz vorne dabei. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie uns die Folge denn insgesamt gefallen hat. Wie viele Hexenbesen? Wir vergeben ja 10 Hexenbesen. Wie viele bekommt die Folge diese Woche von dir, Britta? Bitte mit Begründung. Ja, Bibi hat Geburtstag, ist wirklich eine meiner Lieblingsfolgen. Das habe ich schon oft gelesen. Ja, und man soll ja nicht mal die ganzen Extreme, obwohl man soll ja auch mal die Extreme nutzen. Ja, gerade in der heutigen Zeit. Ich sag 10 von 10 Hexenbesen. Wow. Es gibt nichts außer der kleine Abrutscher von Bernhard mit der Gewaltandrohung. Der ist dir kein Abzug wert? Nee, der ist kein Abzug wert. Es gibt nichts, was mich in dieser Folge stört. Ich finde, die hat keinerlei Längen. Ich finde, die ist durchweg unterhaltsam. Die hat so viele Punkte, die großartig sind und witzig sind. Und ja, das sind 10 von 10 Hexenbesen. Also das muss man erstmal toppen. Ja, für mich, ich kann dir ja nicht einfach immer zustimmen. Ich finde die Folge auch sehr gut. Meine absolute Lieblingsfolge ist es, glaube ich, nicht. Ich frage mich, ob es den ganzen Hausmeister-Plot wirklich braucht. Die beiden, stören meiner Meinung nach nur. Und auch dieser Ehestreit. Klar, es gehört irgendwie dazu und es hat auch seine coolen Seiten. Für mich bedeutet das aber einen Punkt Abzug. Denn die ein Hexenbesen-Abzug. Ich gebe 9 von 10 Hexenbesen, weil die Folge wirklich sehr gelungen ist. Sehr cool, sehr, sehr kurzweilig tatsächlich auch. Auch ein schönes Ende wieder, ein gutes, ein Happy End. Alle liegen sich wieder in den Armen, so wie es sein soll.
Bernhard zeigt alle seine Gesichter, was mir immer gefällt. Ja, wir sind große Bernhard-Fans. Ja, auch wenn uns schon mal unterstellt wurde, dass wir Bernhard nicht so mögen, habe ich in einer Nachricht gelesen. Ja, stimmt, habe ich auch in einer Nachricht gelesen auf Instagram. Das möchten wir nochmal widerlegen. Wir mögen Bernhard sehr. Das müssen wir vielleicht nochmal deutlich herausstellen. genau, und deswegen 9 von 10 Hexenbesen gibt es von mir. Boah, das sind jetzt 19 Hexenbesen insgesamt von 20. Das ist eine wahnsinnig gute Bewertung. Ja. Das ist echt ziemlich gut. Ich bin gespannt, ob es bald eine Folge gibt, die das toppen kann. Das toppen vielleicht kann ja schon oder nächste noch Woche. Mal, ja, vielleicht schon wir schauen mal, Woche. Was wir nächste Woche besprechen wollen. Wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein paar Vorschläge sendet. Das macht ihr auch schon ganz fleißig. Das ist echt ziemlich cool. Wir freuen uns wirklich sehr über jede Nachricht, die wir bei Instagram kriegen und über jedes Like. Und das ist wirklich ganz großartig. Genau, wir werden nächste Woche, vielleicht machen wir nochmal eine Umfrage. Vielleicht überlegen wir uns sowas. Wir wollten auf jeden Fall nochmal mehr auch in den Hexenkosmos noch eindringen. Auch mal ein paar andere Hexen vorstellen. Mal zum Blocksberg fliegen. Genau. Oder wir schauen mal, was wir uns nächste Woche vorknöpfen. Gerne mit euren Vorschlägen zu uns. Ansonsten folgt uns auf Spotify, folgt uns auf iTunes. Wir sind jetzt auch bei Deezer am Start. Gerne überall hören und weitererzählen, wenn es euch gefällt. Genau. Und auf Instagram dürft ihr uns auch folgen. Natürlich. Auf inside_neustadt. Genau. Wie wir gesagt haben, da freuen wir uns über eure Nachrichten und euer Feedback. Bis nächste Woche. Wenn wir uns mal wieder in Neustadt treffen. Tschüss und Hex, Hex.